Schönen guten Abend in der Heinrich-Böll-Stiftung hier in Berlin. Ich bin die Büroleiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Marokko, in Rabat. Und ich freue mich sehr, euch, Sie hier alle heute Abend willkommen zu heißen. Bienvenue à nos amis aussi. Herzlich willkommen unseren Gästen. Und vielen Dank, Frau Dehmer, dass Sie heute Abend die Moderation übernehmen. Ich werde auch gar nicht viel sagen. Frau Dehmer wird uns einführen, nur ich freue mich wirklich, dass das heute Abend geklappt hat, dass wir zu diesem sehr wichtigen und relevanten Thema, was so viel diskutiert wird in der internationalen, in der deutschen Presse und natürlich auch in Marokko, in Tunesien, dass wir dazu heute hier zusammenkommen. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Abend, eine gute Diskussion. Vielen Dank. Ich werde es auch relativ knapp halten, damit wir viel Zeit haben, miteinander zu sprechen. Mein Name ist Dagmar Dehmer, es wurde ja schon gesagt. Ich arbeite beim Tagesspiegel und bin da unter anderem für Afrika-Berichterstattung mit zuständig. Und naja, ich habe so ein größeres, breiteres Portfolio, wie eben alle Journalisten heutzutage. Wir haben hier Gäste zum einen aus Marokko, aus Tunesien und aus dem Deutschen Bundestag. Wen wir leider nicht haben, ist jemand aus den Regierungsfraktionen oder aus der Bundesregierung oder aus den Verwaltungen der Bundesregierung. Die waren zwar alle eingeladen, aber sie wollten nicht so gerne kommen oder hatten keine Zeit oder beides. Jedenfalls haben wir niemanden da, der verantwortlich ist für die Situation, wie sie nun mal ist. Und das Maß an Verantwortung, das der Volker Beck dafür übernehmen kann, das wird er heute im Verlauf des Abends sicher übernehmen. Volker Beck ist unter anderem einer der Experten für Migration und für Menschenrechte, Religion im Übrigen auch. Er wird sozusagen von deutscher Seite aus hier mitdiskutieren. Wir werden zunächst aber etwas darüber hören, wie die Situation in Marokko ist. Das wird uns Mehdi Azdem vortragen von der Organisation Racine, die sich mit Kultur und Entwicklung beschäftigt. Und wir werden dann nachher gleich zuhören, was sie uns zu sagen haben. Unsere weiteren Diskutantin und der Diskutant sind Khadija Ainani. Ich hoffe, ich habe das ordentlich ausgesprochen. Auch sie kommt aus Marokko und ist dort in der Leitung einer Menschenrechtsorganisation, einer wichtigen, großen Menschenrechtsorganisation. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Und Rami Kouili kommt aus Tunesien und wird uns Einblicke geben über die Lage des Geburtslandes des arabischen Frühlings und der Diskussion oder dem, was wir sozusagen damit zu tun haben, zumindest wenn es um das Thema Migration geht. Ich will zur Einleitung vielleicht sagen, ich hoffe, dass wir am Ende des Abends eine Vorstellung davon haben, was ein sicheres Herkunftsland ist und was es möglicherweise nicht ist. Ich hoffe sehr, dass wir einen Eindruck davon bekommen, wie unterschiedlich die nordafrikanischen Länder sind, zumindest mal die zwei, die wir hier auf dem Podium vertreten haben. Denn die deutsche Öffentlichkeit hat ja die Vorstellung, Nordafrika ist irgendwie alles eins, wie ja auch Afrika irgendwie alles eins ist. Das Land Afrika kommt ja auch immer wieder vor. Nordafrika wird schon nochmal differenziert, aber sonst eben nicht so. Ich bin ziemlich sicher, dass wir Einblicke bekommen werden darin, wie die Gesellschaften sich entwickelt haben in den vergangenen Jahren, warum es einen Migrationsdruck gibt, sowohl in den Gesellschaften selbst als auch aus anderen Regionen in die nordafrikanischen Länder und dann möglicherweise weiter in Richtung Europa. Das ist ja das Drama, was wir jeden Tag über die Meldungen aus dem Mittelmeer beobachten können, wenn wir uns nicht schon längst davon, wie soll ich sagen, abgeschlossen haben. Und wir werden darüber sprechen, warum Deutschland eigentlich in der Lage ist, in der es ist. Und das hat viel, warum diskutieren wir überhaupt über so ein Konzept wie sichere Herkunftsländer? Das müssten wir nicht tun, wenn wir ein halbwegs rationales Einwanderungsrecht hätten. Wenn es legale Wege in die EU und nach Deutschland gäbe, dann bräuchte man solche Konzepte nicht. Da wir aber seit 30 Jahren nicht in der Lage sind, ein Einwanderungsgesetz
zu beschließen, das irgendwie auch den Namen verdient, haben wir uns eben darauf eingelassen, sozusagen die gesamte Migration über das Asylrecht zu organisieren. Und dass das alle frustriert und entnervt zurücklässt, sowohl diejenigen, die Asyl suchen und Asylsuchende sind, als auch die, die Asyl suchen müssen, weil sie eigentlich migrieren wollen, als auch die, die ihnen abschlägige Bescheide geben müssen und das schon von vornherein wissen, aber trotzdem natürlich dem Rechtsweg, dem dummen Rechtsweg, den wir da angelegt haben, folgen müssen. Und es frustriert natürlich auch alle die, die Leute in Empfang nehmen, sie möglicherweise ins Herz schließen und aber auch wissen, die werden nicht bleiben können. Und mit der Situation natürlich auch genauso wenig glücklich sind. Also das deutsche Asylrecht, so wie es im Moment ist, macht alle unglücklich. Möglicherweise werden wir am Ende des Abends ein paar Ideen haben, in welche Richtung man weiter diskutieren kann. Das ist zumindest eine Aufgabe, die ich dem armen Volker Beck auf den Tisch legen werde. Schließlich ein grüner Politiker muss ein paar Ideen haben. Ich gehe sicher davon aus, dass er sie auch hat. Ob es die richtigen sind, darüber können wir ja dann streiten. Und dann möchte ich das Wort gerne übergeben an Mehdi Azdem, der uns zunächst in einer kleinen Einführung eine Idee geben wird, wie die Lage in Marokko ist, mit welchen Themen er sich da herumschlägt, wie die Menschenrechtslage ist und auch wie das Konzept sichere Herkunftsländer in Marokko diskutiert wird. Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und ich möchte mich ganz herzlich auch bei der Heinrich-Böll-Stiftung bedanken, hier an dieser Debatte teilnehmen zu dürfen. Eine Debatte, die ja aktuell ist, nicht nur in Deutschland, sondern auch in unserer Region. Ich werde mich eher auf den öffentlichen Raum konzentrieren und die Beziehungen, die dieser hat mit den Fragen der sexuellen Belästigung, der Meinungsfreiheit. Ich werde mich auch mit den individuellen Freiheiten befassen. Und ich habe eine kleine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, denn ich werde auf drei spezielle Fälle zurückkommen, wo Grundfreiheiten verletzt wurden. Ich möchte Ihnen nur einen kurzen Überblick zum öffentlichen Raum in Marokko geben. Und das gilt auch für die gesamte Region. Im öffentlichen Raum hat man bei uns immer das Gefühl, dass man eigentlich nicht wirklich zu Hause ist im öffentlichen Raum. Denn es handelt sich um einen Raum, der zwar allen gemein ist und allen gehört, aber in dem es auch nicht ruhig ist. Also die jungen Leute, die Frauen, die Künstlerinnen und Künstler fühlen sich ein bisschen unterdrückt in diesem Raum. Und ich habe versucht, hier seit 2011, seit dem arabischen Frühling, eben auf einige Verletzungen dieser Freiheiten hinzuweisen, Verletzungen der Grundfreiheiten im öffentlichen Raum. Und ich möchte mit einem ersten Fall beginnen, ein Fall von zwei jungen Paaren. 14 und 15 Jahre waren sie alt. Diese beiden in der Stadt Nador haben sie sich vor einer Schule fotografieren lassen und die wurden dann auch belangt für diese Handlung und mussten 3 Tage in einer Verwahranstalt für Minderjährige verbringen und danach gab es noch Demonstrationen und die Medien sind dann noch eingeschritten, die Informationen haben sich verbreitet und die zwei Jugendlichen wurden dann auch wieder auf freien Fuß gesetzt. Aber das vermittelt so ein bisschen den Eindruck, welches Ausmaß das angenommen hat und wie die Behörden reagieren und auch die Bürgerinnen und Bürger reagieren. Denn eine lokale Vereinigung hat eben zum Protest aufgerufen gegen diese Situation. Dann gab es eine Situation im Jahr 2015, die berüchtigte Frage der Röcke im Süden Marokkos. Es war so, dass eines Tages auf einem Markt 2 junge Mädchen im Minirock spazieren gegangen sind und die dann belästigt wurden von einem Verkäufer. Und dann kamen Polizisten hinzu und haben die beiden Mädchen ergriffen und gewahrsam genommen und nicht die Angreifer. Und auch da war es so, dass sie
die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen mussten und dann erst später wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Und man muss dann darauf hinweisen, dass es glücklicherweise oder unglücklicherweise, weiß ich eigentlich gar nicht, so war, dass die Zivilgesellschaft sehr stark war und auch gleich reagiert hat. Seit 2011 gibt es nämlich dieses Engagement nicht nur von Seiten der Zivilgesellschaft, sondern auch von Seiten der Bürgerinnen und Bürger. Und sobald es eine solche Freiheitsverletzung gibt, dann kommen sofort Leute auf den Plan, die eben sich auflehnen gegen diese Taten. Und ein dritter Fall hat zu tun mit einem Theaterstück zum Thema Migration. Und in Kassa haben wir das zunächst aufgeführt und viermal wurde das Theaterstück aufgeführt, wurde aber dann verboten aus administrativen Gründen und von den Behörden verboten aufgrund der Thematik. Denn der Inhalt des Theaterstückes war recht kritisch gegenüber der Migrationspolitik, die seit einigen Jahren in Marokko vollführt wurde, und dann war es so, dass man eben zensiert wurde von den Behörden bei diesem Theaterstück. Und wir als Vertreter der Zivilgesellschaft, als Vereinigung, die sich eben für die Menschenrechte einsetzt und die kulturellen Rechte, haben ein Manifest verfasst, um eben uns aufzulehnen gegen all diese Grundrechtsverletzungen. Und hier ist der Link zu diesem Manifest in Arabisch, Französisch und Englisch. Und wir haben zum Beispiel drei Menschenrechtsverletzungen hier aufgezeigt und vielmehr zwei Menschenrechtsverletzungen und vier Zensuren von künstlerischen Darbietungen. Und wir möchten eben versuchen, uns für mehr Freiheit einzusetzen. Wir möchten eine Regierung, die auch in die Bürgerinnen und Bürger investiert. Und ich denke, wir können dazu auch eine Diskussion in Gang setzen und auch mit den anderen Podiumsteilnehmern eine Debatte anstoßen. Danke. Das ist ja schon im Zentrum einer Diskussion, die in der deutschen Öffentlichkeit nie fehlt, seit dem Silvester 2016 in Köln. Sie haben uns im Grunde von der anderen Seite her schon mal eine der Antworten gegeben, die in der deutschen Öffentlichkeit natürlich so nicht diskutiert worden sind, aber die eine Rolle gespielt haben. Wie ist das Verhältnis der Geschlechter in einigen nordafrikanischen Staaten, aus denen eben einige der Täter in dieser schrecklichen Silvesternacht hergekommen sind? Worauf es natürlich sofort geschlossen wurde, dass die gesamte Gesellschaft so zu sein hat. Aber das sind die Verzerrungen, die eben öffentliche Debatten so nehmen. Mich würde, um da gleich nochmal weiter zu fragen, sehr interessieren, wie werden denn solche Geschlechterdiskussionen aufgenommen? Werden sie ausführlich geführt oder wird das quasi nur am Fall entlang geführt? Oder ist das so ein echter gesellschaftlicher Diskurs, wie denn Frauen und Männer miteinander leben sollen? Ja, wie ich auch eingangs gesagt habe, ist es glücklicherweise so, dass wir eine starke Zivilgesellschaft haben. Denn was die Behörden oder den marokkanischen Staat angeht, da geht es viel um das Image auf internationaler Ebene, um Propaganda. Also man möchte den Eindruck vermitteln, dass wir in einem sehr offenen Land leben, offener als was wir in der Realität vorfinden. Also diese Gender- und Geschlechterfragen, ja, man weiß schon, dass es viel Gewalt gegenüber den Frauen gibt. Und wie ich das bereits vorhin gesagt habe, richtet sich das auch gegen Individuen. Also in den Paaren, in den Ehepaaren gibt es ein hohes Ausmaß an Gewalt und auch gegenüber den Kindern. Also, und häusliche Gewalt ist sehr weit verbreitet, ja. Khadija, gleich anschließen. Ich sage noch mal, oder vielleicht sagen Sie es einfach selbst, der Menschenrechtsrat, für den Sie arbeiten, vielleicht ein, zwei Sätze, was Sie machen. Und dann aber gerne anschließend die Frage, was in der deutschen Öffentlichkeit natürlich auch immer angenommen wird, ist, dass arabische Frauen oder Frauen aus Nordafrika
unterdrückte Wesen sind, die sich gar nicht selber äußern können und dringend beschützt werden müssen vor den Männern an sich, aber natürlich auch vor der deutschen Gesellschaft, die damit nicht konfrontiert werden will. Wie ist denn der Diskurs der Frauen in Marokko? Einfach reinsprechen. Okay. Merci. Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Und ich möchte heute ein bisschen etwas zur Menschenrechtslage sagen in den Maghreb-Staaten, insbesondere in Tunesien und in Marokko. Der Verein AMDH ist der marokkanische Verein für Menschenrechte und dieser Verein wurde im Jahr 1979 gegründet. Und wir haben fast 100 Niederlassungen in allen Regionen Marokkos. Wir haben auch Niederlassungen im Ausland. In Frankreich haben wir zum Beispiel 2 Filialen und dann auch noch in Spanien und ein Büro in Brüssel haben wir auch. Und wir arbeiten im Hinblick auf alle Rechte. Also es geht unter anderem auch um die Rechte der Migranten und Flüchtlinge. Und wir sind ein ganz allgemein aufgestelltes Konglomerat und wir arbeiten eben zum Thema Menschenrechte. Und wie Mehdi es gesagt hat, stimmt das auch. Ich möchte nur etwas ergänzen, etwas zu den individuellen Freiheiten in Marokko. Es ist so, dass von Gesetzes wegen viele Dinge unter Strafe gestellt werden in den zwischenmenschlichen Beziehungen gleichgeschlechtlicher Art. Es gibt den Artikel 490 im Strafgesetzbuch, wo man mit 6 Monaten bis 3 Jahren Strafe diejenigen belegt, die eben homosexuelle Beziehungen unterhalten. Und was ich im Flugzeug erfahren habe, ist, dass 2 marokkanische Männer in Tanger zu 6 Monaten Gefängnisstrafe verurteilt wurden, weil sie eben sexuelle Beziehungen miteinander hatten. Und dann noch zu den Beziehungen zwischen Erwachsenen oder sexuellen Beziehungen zwischen Erwachsenen außerhalb der Ehe. Das wird auch geahndet und strafrechtlich verfolgt. Und auch Ehebruch ist eine Straftat bei uns. Aber insbesondere leiden da die Frauen darunter. Und die Frauen werden normalerweise bestraft, entweder durch das Gesetz selbst oder durch die Gesellschaft. Die Gesellschaft toleriert also nicht, dass die Frau außereheliche Beziehungen hat. Und was nun die individuellen Freiheiten betrifft, gibt es auch folgendes Problem. Das Problem, dass man zum Beispiel nicht fasten möchte im Ramadan. Wenn jemand sich weigert zu fasten, wird er auch strafrechtlich belangt. Und die Gesellschaft toleriert dies ebenfalls nicht. Ein weiteres Problem ist die Religionsfreiheit. Die Marokkanerinnen und Marokkaner sollen quasi alle Muslime sein. Das wird von ihnen erwartet. Und wenn man sich entscheidet, die Religion wechseln zu wollen oder wenn man sich als Atheist bezeichnet, dann kann das zum Problem werden vor dem Gesetz und auch für die Gesellschaft ist das problematisch. Also der marokkanische Staat unternimmt keinerlei Anstrengungen, die Gesetze abzuändern, denn der marokkanische Staat ist sozusagen Weltmeister in der Ratifizierung und Unterzeichnung von internationalen Konventionen. Unter den arabischen Ländern befindet sich Marokko ganz an der Spitze der Länder, die eben am meisten internationale Abkommen unterzeichnet haben. Das Problem ist aber folgendes. Die Anwendung der Gesetze vor Ort und die Umsetzung dieser internationalen Konventionen, die hinkt hinterher. Das ist ein Problem. Und auch die tatsächliche Anwendung dieser Gesetze und die Wahrung der internationalen Verpflichtungen Marokkos, das lässt noch zu wünschen übrig im Hinblick auf die Menschenrechte. Das betrifft nicht nur die individuellen Freiheiten, sondern das betrifft ebenfalls die allgemeinen Freiheiten, zum Beispiel das Recht auf Versammlungsfreiheit oder das Demonstrationsrecht. All das wird eben nicht gewährleistet und nicht gestattet von den marokkanischen Behörden. Man sieht, dass die Behörden auch gewaltsam vorgehen gegen diejenigen, die sich versammeln, um diese Versammlungen eben aufzulösen, die in der Regel ganz friedlich ablaufen und die auch in aller Regel eine gewisse Dynamik der Zivilgesellschaft widerspiegeln in Marokko. Und
dieses Bewusstsein der marokkanischen Bürgerinnen und Bürger, dass ihre Rechte gewahrt sein sollen, ist schon ausgeprägt. Es gibt viele Regionen Marokkos, die jetzt demonstrieren für das Recht, gesund leben zu können und das Recht auf Schulbildung für ihre Kinder oder das Recht auf Gesundheit. Und anstatt dass man ihnen diese Grundrechte gewährt und dass der Staat sich für die Bürgerinnen und Bürger engagiert, befinden wir uns hier in einer Lage, wo die öffentliche Hand sozusagen gewaltsam vorgeht, um diese Demonstranten aufzulösen und zu zerstreuen. Und wenn wir jetzt noch mal zur Frage am Ende zurückkommen möchten, die ganz offiziellen Erklärungen des marokkanischen Staats sind so, dass mehr als 6 Millionen Frauen Gewalt ausgesetzt sind. Entweder Gewalt, die von Familienmitgliedern begangen wird, oder Gewalt auf der Straße oder auch Gewalt im öffentlichen Raum. Also ist es so, dass die Frauen in der Tat zu leiden haben an diesen Sitten, an der Kultur, an den Gewohnheiten, und die Frauen auch von Gesetzes wegen benachteiligt werden, denn die Gewalt gegenüber Frauen bleibt straflos oder wird nicht mit Strafen belangt. Also diejenigen, die solche Gewalttaten begehen, kommen straffrei davon. Und man sieht, dass diejenigen, die diese Rechte verletzen, sich eben der Verantwortung komplett entziehen können, werden also nicht strafrechtlich verfolgt und nicht vor Gericht gebracht. Dann gibt es noch das Problem der Geschlechtergerechtigkeit, der Gleichheit zwischen Männern und Frauen. Und das ist auch ein sehr weit verbreitetes Problem in Marokko. Wir sind auch international da im Ranking recht weit unten. Marokko, wir ist da auf dem Platz 125 bis 129 im Länderklassement, was die Geschlechtergerechtigkeit betrifft. Also das betrifft die Bezahlung zwischen Männern und Frauen, Zugang zur Reproduktionsgesundheit für die Frauen, Zugang der Frauen zur Schulbildung, und das betrifft ebenfalls den Zugang der Frauen zum öffentlichen Raum. Und man sieht verstärkt folgendes Phänomen, dass anstelle dessen, dass man den öffentlichen Raum für die Frauen öffnet, versucht man wieder zurückzugehen und manche Rechte und Errungenschaften wieder rückgängig zu machen. Dinge, die für die Frauen schon gang und gäbe waren, kehren sich nun wieder um, sodass dieser öffentliche Raum für die Frauen immer kleiner wird, und auch in der Zivilgesellschaft ist diese Rolle immer weniger gegeben, leider. Rami Gouli, ich glaube, Sie müssen... Sie haben ein Mikrofon. Die Frage nach dem öffentlichen Raum, der überhaupt für politische Betätigung zur Verfügung steht. Sie hören mich? Also die Frage, wie offen ist denn der Raum für politische Betätigung in Tunesien, in diesem Tunesien des Wandels, des Umbruches, zwischendurch auch der großen Unsicherheit? Da würde ich gerne von Ihnen etwas dazu hören und auch etwas darüber, wie denn in Marokko das Thema Migration diskutiert wird. Das sind eigentlich 3 Fragen, denn ich möchte auch auf das Thema der Frauen zurückkommen. Welche Rolle spielen die Frauen in der tunesischen Gesellschaft? Dann werde ich auf die Frage in Bezug auf den öffentlichen Raum antworten und dann auf die Frage bezüglich zur Migration und auch in Bezug auf die öffentliche Debatte. Nun sprechen wir über die Frauen in Tunesien. Tunesien wurde immer dargestellt wie das Modell in der arabischen Welt in Bezug auf die Achtung der Frauenrechte, auch in Bezug auf die Gleichheit zwischen Mann und Frau. Man muss sagen, dass wir seit der Unabhängigkeit, seit 1956, schon ein erstes Gesetz verabschiedet haben. Also vor der Verfassung wurde schon das Gesetz zum persönlichen Status verabschiedet. Das ist ein sehr fortschrittliches Gesetz.
Gesetz, obwohl es schon 60 Jahre alt ist. Also hier haben wir es wirklich mit einem Gesetz zu tun, das die Rechte der Frau wirklich achtet. Das progressivste Gesetz diesbezüglich im arabischen Raum, die Polygamie, wurde dadurch abgeschafft und die Eheschließung mit einer Person wurde als die einzige Form der Eheschließung ermöglicht. Gleichzeitig gab es die Möglichkeit, eine Scheidung einzureichen. Mann und Frau konnten eine Scheidung einrichten. Es gab auch das Recht auf Abtreibung ab den 70er Jahren, schon lange bevor das in vielen europäischen Staaten eingeführt wurde. Aber nun, einerseits gibt es eben diese avantgardistische Politik, also diesen Feminismus des Staates, wie wir das immer in Tunesien genannt haben. Aber Anfang der 80er Jahre hat sich hier etwas geändert. Es gab zunächst einen Widerstand gegen diesen Fortschritt von Seiten der Regierung. Es waren vor allem die muslimischen arabischen Staaten, die hier eingewirkt haben. Da ging es um das Abkommen gegen jegliche Form der Diskriminierung gegen Frauen. Und das war zum ersten Mal, als es passiert ist, dass Tunesien gewisse Vorbehalte geäußert hat in Bezug auf ein internationales Abkommen zugunsten der Frauen. Danach, nun, wir hatten ja mehr als 20 Jahre eine Diktatur unter Ben Ali und damals gab man immer vor, dass es keine Gewalt gibt, dass Männer und Frauen gleich sind, aber die Revolution hat doch auch die Realität der tunesischen Gesellschaft gezeigt. Wir haben dadurch festgestellt, dass 2010 47% der Frauen, also fast jede zweite Frau, Opfer einer Art von Gewalt war. Und 2016 haben wir neue Umfragen durchgeführt und die haben gezeigt, dass 53% der Frauen in Tunesien im öffentlichen Raum schon Opfer von Gewalt wurden, mindestens einmal in ihrem Leben. Das bedeutet, dass wie man immer versucht hat, dieses Gewaltproblem zu verschleiern, aber durch die öffentliche Debatte ist es nun zum Vorschein gekommen. Sprechen wir über den öffentlichen Raum. Der öffentliche Raum wurde durch die Tunesierinnen und Tunesier erobert nach der Revolution. Nun, heute leben wir ja schon seit 2 Jahren im Ausnahmezustand, aber der Ausnahmezustand wird nicht wirklich angewendet. Das heißt, es ist immer noch möglich zu demonstrieren, wenn man das möchte in Tunesien. Da gibt es keine Einschränkungen. Das Recht auf Demonstrationen ist garantiert, auch das Versammlungsrecht ist garantiert. Aber es gibt auch eine gewisse Aufteilung des öffentlichen Raums nach Geschlecht. Das gibt es in Tunesien wie auch in vielen anderen Ländern in der Region. Der öffentliche Raum steht den Männern sehr viel mehr offen als den Frauen. Die Frauen haben also wirklich Schwierigkeit, sich hier durchzusetzen. Es gibt Teile des öffentlichen Raums, die nur Männern offen stehen. Es gibt auch sexuelle Belästigung auf den öffentlichen Plätzen, in den Straßen. Das ist ein großes Problem für die Frauen. Also dieses Problem müssen wir noch lösen, so dass der öffentliche Raum wirklich allen offen steht. Denn es gibt nicht gleichberechtigten Zugang zum öffentlichen Raum. Was die Migrationsproblematik angeht. Nun, Migration ist ein Thema, obwohl wir ja wirklich ein Migrationsland par excellence sind. Wir sind ein Land, das Migranten aufnimmt. Wir sind ein Transitland und wir sind ein Land, in dem viele emigrieren. Aber dennoch ist unser Land nicht wirklich in der Lage, über diese Migration zu sprechen. Es gibt keine öffentliche, klare Politik diesbezüglich. Es gibt keine Strategie von Seiten des Staates. Es gibt keine besondere Verwaltung für Migrationsfragen. Das heißt, 5 Ministerien kümmern sich um dieses Thema, aber es gibt keine klare und kohärente Vision in Bezug auf die tunesische Migrationspolitik. Und das kann man natürlich auch beziehen auf die sicheren Herkunftsländer. Ich habe das zu meinem Kollegen aus Marokko schon gesagt. Nun, im Bundestag hatte man ja darüber abgestimmt, über diese sicheren Herkunftsländer. Das ist etwas, mit sehr viel Stolz aufgenommen wurde von den Medien in Tunesien. Da gab es eine gewisse Verwirrung, ein Missverständnis. Nun, in vielen Ländern wurden ja nach den terroristischen Anschlägen Einreiseverbote verhängt. Man warnte davor, nach Tunesien zu reisen. Und nach dieser Abstimmung im Bundestag hat man die Tatsache, dass Tunesien ein sicheres Herkunftsland ist, so verstanden, dass
Tunesien ein sicheres Land ist und dass man reisen kann. Also so wurde das verstanden. Es war ein Missverständnis. Nun, letztlich ging die Abstimmung in die Richtung, dass man Migranten zurückschicken kann und dass es nicht ein sicheres Land für Touristen ist. So wurde das zuerst aufgeführt. Ich möchte nicht zu lang sprechen, kann aber später natürlich noch auf Detailfragen antworten. Das ist eine großartige Deutung. Danke, dass Sie uns die geschenkt haben. Die ist bei uns nicht angekommen. Aber das ist wirklich wunderbar. Um die Verwirrung dann komplett zu machen, Volker Beck, was ist denn eigentlich ein sicheres Herkunftsland? Und ist es das, was viele in der Öffentlichkeit wohl erwarten, dass wenn ein Land zum sicheren Herkunftsland erklärt wird, man eigentlich alle sofort wieder zurückschicken kann und alles ist gut? Also ein sicheres Herkunftsland wäre nach der EU-Verfahrensrichtlinie und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ein Land, wo es generell und durchgängig weder Verfolgung noch Folter noch unmenschliche oder erniedrigende Behandlung gibt. Realistisch betrachtet kann man das eigentlich fast für kein Land auf dieser Welt sagen. Deshalb gibt es auch ein individuelles Asylrecht und nicht ein Gruppenrecht. Und kurios ist es ein bisschen, dass wir lange Zeit eigentlich nur zwei sichere Herkunftsstaaten außerhalb der Europäischen Union hatten. Das waren Senegal und Ghana. Keiner weiß so richtig, wie das eigentlich kam und warum das so wichtig war. Aber Kanada, die USA sind keine sicheren Herkunftsstaaten. Auch da mit einiger Berechtigung, weil wir haben tatsächlich auch, insbesondere bei Deserteuren, Asylbewerber aus diesen Ländern, also zumindest aus der USA, immer wieder aufgenommen und auch als Flüchtlinge anerkannt. Also so kurios das klingen mag, aber man hat jetzt diese Diskussion völlig anders gedreht, eigentlich so, wie man es 1993 auch schon mal vorhatte, mit der Grundgesetzänderung, die diese Regelung hier überhaupt erst trägt und ermöglicht, dass man sagt, okay, wenn da aus bestimmten Regionen viele Menschen kommen, insbesondere viele auch, die gar kein individuelles Schutzrecht für sich beanspruchen können, dann blockieren wir das und dann wollen wir sehen, dass wir die schnell wieder zurückbringen und die abschrecken. Das ist die Philosophie und die Philosophie ist meines Erachtens grundverkehrt. Also ich habe schon 1993 damals im Hofgarten gegen diese Grundrechtsänderung mobilisiert und ich finde nach wie vor, das Konzept kann man eigentlich nicht richtig machen. Aber wenn man es denn macht, weil im gesetzgeberischen Rahmen gibt es halt Vorkehrungen, wie man damit umgehen kann, dann muss man einen hohen Prüfmaßstab ansetzen. Und ich habe gegen alle sechs Westbalkanländer gestimmt, als die aufgenommen wurden. Bei uns, die Fraktion, hat zumindest nirgendwo zugestimmt. Weil ich auch da schon, insbesondere wenn man die Situation von Journalisten, der Roma betrachtete, zum Teil auch nichtstaatliche Verfolgung von LGBT, war das eigentlich nicht gerechtfertigt. Wenn man sich das jetzt im Maghreb anschaut, dann wird es wirklich völlig absurd. Man kann da hier über viele Einzelfälle, die Amnesty und andere Menschenrechtsorganisationen dokumentiert haben, wo man feststellt, dass entweder der Staat als Verfolger auftritt, oder zumindest der Staat nicht willens und in der Lage ist, bei nichtstaatlichen Übergriffen die Menschen in ihren zentralen Bürger- und Menschenrechten zu schützen. Und das ist normalerweise schutzrelevant. Nun schaffen es viele von diesen Leuten, die eigentlich einen Anspruch auf Schutz hätten, oftmals nicht hierher, sondern es kommen andere. Aber das kann eben nicht zu diesem Persilschein führen, dass man sagt, da gibt es keine Verfolgung. Und ich will nur an zwei Aspekten es deutlich machen, wo es einfach so besonders klar und so besonders absurd ist. In allen drei Ländern wird Homosexualität im Strafgesetzbuch unter Erwachsenen bestraft. Und es wird auch angewandt. Ich habe jetzt gerade diese Woche wieder eine Frage an die Bundesregierung zu Tunesien gestellt. Es sind zwei homosexuelle Männer oder zwei Männer wegen angeblichen homosexuellen Handlungen im privaten Bereich gerade zu einem halben Jahr Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das ist eindeutig Verfolgung, das ist gruppenbezogene Verfolgung. Damit muss man eigentlich über die sicheren Herkunftsstaaten nach dem Verfassungsrecht nicht mehr diskutieren. Das ist eigentlich ein No-Go, das ist ein absoluter Killer. Anderes Beispiel,
Westsahara und Marokko. Also seit Jahrzehnten gibt es ein UN-Mandat, das eine Lösung des Status von Marokko besetzten westsaharischen Gebietes klären soll, wird jedes Jahr vom UN-Sicherheitsrat verlängert, übrigens, weil es das älteste Mandat ist, das einzige Mandat der UN ohne Menschenrechtsmechanismus, weil die Franzosen schützend die Hand über den marokkanischen König im Sicherheitsrat halten, wird auch nichts sich dran ändern. Und die Bundesregierung sagt, natürlich kann für westsaharische Bürger nicht der Terminus sicheres Herkunftsland gelten. Nach unserer Auffassung ist die Westsahara ja nicht Teil des Königreichs von Marokko. Sieht das Königreich von Marokko ein bisschen anders. Aber dann wird es völlig absurd. Was passiert mit einem Sahauri, der aus dem besetzten Gebiet kommt und fliehen will? Der kann auf dem Landweg eigentlich die Westsahara nur verlassen über das Königreich von Marokko. Dort kommt er aber nur durch, wenn er sich vorher einen marokkanischen Pass besorgt hat, weil die nicht akzeptieren, dass man irgendwie eine andere Identität für sich reklamiert, die marokkanischen Behörden. Und dann ist man in der Falle. Dann ist man ja marokkanischer Staatsbürger und dann kommt man wieder aus einem sicheren Herkunftsstaat. Also scheinbar wird es nicht angewandt im besetzten Gebiet tatsächlich, aber für jeden einzelnen Bürger, der nicht irgendwie sich in ein Boot setzt oder hier nach Helgoland schwimmt, für den ist das auf jeden Fall einschlägig. Und das sieht man auch, weil es kann doch nicht sein, dass man hat einen bewaffneten Konflikt, den mit dem UN-Mandat befriedet, den man aber politisch noch nicht gelöst hat. Und wo man auch weiß, dass es das, neben dem Königshaus von Marokko ist das große politische Tabu in der marokkanischen Gesellschaft, über die Besetzung der Westsahara zu reden. Darüber reden auch viele linke und demokratische Kräfte nicht, weil sie wissen, dann schlägt die Repression unvermindert zu und das erfordert sehr viel Mut, dazu was zu machen, weil man sicher mit Konsequenzen zu rechnen hat. Und ich war schon in der Westsahara mit dem Menschenrechtsausschuss. Ich war in Tindouf, wo die Polisario Flüchtlingscamps sind im Süden von Algerien. Wenn die Leute dort demonstrieren für die Unabhängigkeit, die eigentlich ja in einem Referendum mal abgestimmt werden soll, was die Menschen wollen, dann sind die massiver Polizeigewalt ausgesetzt. Die jungen Leute verschwinden über Wochen, über Monate nach solchen Aktionen in den Gefängnissen, ohne dass die Familien davon etwas erfahren. Also wenn das keine politische Verfolgung ist, dann weiß ich nicht mehr, was politische Verfolgung ist. Und wir erleben einfach gegenwärtig die Absurdität nach der Flüchtlingsaufnahmeentscheidung von 2015, dass wir einfach sukzessive die Prinzipien unseres Flüchtlingsrechts aushöhlen. Und zwar, um die Bevölkerung zu beruhigen für ein Projekt, das noch nicht mal das bringen würde, was es angeblich versprechen soll. Ja? Man suggeriert den Leuten, dann gäbe es so etwas wie die Silvesternacht 2015 in Köln nicht mit irgendwelchen jungen Menschen, die gar keinen Anspruch auf Asyl haben, aber über das Ticket mal eingereist sind und übergriffig waren. Ja, diese Leute gibt es, das ist ein Problem, denen muss man polizeilich begegnen und die Leute, die keinen Anspruch hier haben, die muss man auch zurückbringen. Bloß daran, ob die zurückgenommen werden von ihren Herkunftsländern, ändert dieser Gesetzentwurf einfach gar nichts. Das hängt nämlich schlichtweg an Vereinbarungen mit diesen Ländern über die Rücknahme ihrer eigenen Staatsbürger zu treffen. Da bin ich auch dafür, dass man das macht, ohne dass ich in jedem Einzelfall immer sagen würde, dass es verantwortlich ist, jemanden zurückzubringen. Da muss man immer gucken, ob da ein Verfolgungszusammenhang besteht. Aber grundsätzlich, die Mehrheit dieser Jungs, die da sind, haben kein Flüchtlingsschicksal, behaupten die sich auch ernsthaft gar nicht von sich. Und das Problem muss man anders lösen. Das löst man aber nicht, indem man diese Feststellung sichere Herkunftsstaat macht, weil man da zwei Probleme damit auslöst. Einmal das hier Zitierte, bei den Regierenden wird es als Persilschein für ihre Menschenrechtslage betrachtet und dafür besteht kein Anlass, obwohl ich gar nicht negieren will, dass gerade in Tunesien, auch in Marokko, auch in Algerien es Bemühungen gibt, Sachen auch in eine gute Richtung zu entwickeln. Das soll man deshalb auch nicht schlecht machen. Wenn man sagt, ihr seid kein sicherer Herkunftsstaat, ist es keine Verurteilung von positiven Entwicklungen. Da kann man ja immer darauf aufmerksam machen, die USA sind es auch nicht und Kanada ist es auch nicht.
Also ganz so also man ist da nicht in der schlimmsten Gesellschaft, wenn man kein sicherer Herkunftsstaat ist. Aber ist es falsch, den Ländern zu sagen, ihr kriegt die 1A-Note und damit müsst ihr euch um solche Fragen nicht kümmern? Weil so etwas führt dann wieder dazu, dass wir erneut zu Auseinandersetzungen kommen, die gewalttätig sind und so, weil ein Regime weiter verkrustet und da ist vieles im Argen und das muss angegangen werden. Da darf man nicht sagen, ihr dürft die Hände in den Schoß lassen. Der andere Punkt ist, wenn Leute tatsächlich verfolgt sind, haben sie ein schlecht als Flüchtling aus einem sicheren Herkunftsstaat, haben sie schlechtere Chancen, tatsächlich anerkannt zu werden. Richtig ist, das sagt die CDU und die SPD und auch der Herr Kretschmann immer, dass wenn man aus einem sicheren Herkunftsstaat kommt, dass man dann natürlich theoretisch immer noch die gleichen Rechte hat, als Flüchtling anerkannt zu werden. Es wird einem da nichts abgeschnitten. Bloß praktisch sieht es anders aus. Man kommt in Erstaufnahmeeinrichtungen irgendwo in der Pampa, wo weit und breit keine Betreuung durch eine Flüchtlingsinitiative aufzutreiben ist. Und man hat kürzere Fristen, in denen man sich wehren kann. Man wird schneller befragt, man ist unter Umständen vor der Befragung noch nie mit jemandem zusammen gewesen, der einmal erklärt, worauf kommt es denn da eigentlich an, was solltest du von deiner Geschichte stark machen, was solltest du im Detail erzählen. Die denken ja manchmal, Flüchtlinge, das, was ich erlebt habe, das ist gar nicht so wichtig und ich erzähle jetzt einfach irgendwas, also ich bin da verfolgt und ich substantiiere das aber nicht, weil sie das gar nicht so richtig ernst nehmen oder manche Sachen, wenn es traumatisierte Menschen sind, die gefoltert wurden, weil sie auch Scham empfinden, weil sie psychologische Probleme haben, das nochmal auf den Tisch zu packen oder bei LGBT-Flüchtlingen zum Beispiel, weil sie sich gar nicht vorstellen können, dass ihr wahrer Fluchtgrund, nämlich ihre Homosexualität, hier ein Anerkennungsgrund ist, weil das ist ja praktisch gerade das Gegenteil. Und wenn man aus einer Gesellschaft kommt, wo das ein absolutes Tabu ist, ist es verständlich, dass man da, ohne dass einen jemand darin bestärkt, nicht die wahre Geschichte erzählt. Und dann hat man 2 Wochen Zeit, wenn man die Ablehnungsbescheid hat, sich Rechtshilfe zu suchen und dann hat man alle Fristen versäumt und dann ist man draußen, dann kann man nur noch einen Folgeantrag oder dergleichen stellen. Und faktisch führt es eben nicht zur Rechtsgewährung für die tatsächlichen Flüchtlinge. Dass man ein Problem hat, wenn aus einem Land viele Leute kommen, die gar kein Flüchtlingsschicksal haben, das muss man anerkennen, aber das kann man so nicht lösen. Da muss man qualifiziertere Entscheider einstellen und die Verfahren tatsächlich sorgfältiger und schneller bearbeiten. Wenn sich mal rumspricht in einem Land, dass es eh nichts bringt, einen Schlepper zu bezahlen und das halbe Familienvermögen dafür auf den Kopf zu hauen, um dann hier ein paar Wochen zu sein und dann doch wieder zurück zu müssen, dann hört das auch auf. Das hat man übrigens gesehen, als wir im Kosovo über unsere Botschaft eine Informationskampagne gemacht haben, sind innerhalb von 4 Monaten die Zahlen an Leuten, die hierher gekommen sind und Asyl gesagt haben, massiv eingebrochen. Also es würde auch reichen, den Leuten zu sagen, das ist keine gute Idee, so zu kommen. Ihr versaut euch auch den Wiedereintritt überhaupt mal in die EU auf legalen Wege, wenn ihr solche Sachen macht. Lasst es bleiben, es rentiert sich nicht. Das bringt viel mehr als ein solches Unsinnsgesetz, das dann auch noch so falsch, wie wir gerade kurioserweise gehört haben, in der nationalen Presse dort kommuniziert wird. Da zeigt sich ja auch, dass mit realer Kommunikation tatsächlich der Informationsstand über die Situation hier für die Menschen aus diesen Ländern wirklich zu verbessern wäre. Und der andere Punkt, du hast es angesprochen, wäre natürlich richtig, im Rahmen eines Einwanderungsgesetzes auch legale Wege zu schaffen. Aber ich warne davor, dass man das grundsätzliche Problem damit verlösbar hält. Das, was es an Arbeitsmigrationsbedarf gibt, kann man über ein Einwanderungsgesetz letztendlich nicht auffangen. Da wird es ein Spannungsverhältnis geben. Und ich habe immer ein bisschen Sorge, wenn die gesamte Politik ganz aufgeschreckt sagt, und da brauchen wir ein Einwanderungsgesetz und das ist das Zauberpulver und damit lösen wir alle objektiven Konflikte von Armut und Reichtum und Verteilungsfragen, dann simsalabim und das alles ist weg. Nein, das wäre dann auch nicht weg, es würde vielleicht ein bisschen Migration geben, aber vielleicht nicht in den Bereichen von den Leuten, die am ehesten kommen wollen. Ja, darum ging es mir in dem Zusammenhang gar nicht, sondern es ging mir darum, dass man auch andere Rechtsverfahren hat.
Ein Asylverfahren ist eben eine andere Veranstaltung als eine Aufenthaltsgenehmigung zur Arbeit zu beantragen und abgelehnt zu bekommen oder genehmigt zu bekommen. Also es wäre höchstwahrscheinlich einfacher. Aber wir wollen es ja nicht einfach haben, deshalb haben wir es dann eben auch schwer. Rami, Verzeihung, ich glaube, ich habe vor lauter beeindruckt sein von den marokkanischen Gästen sie eben nach Marokko verlegt. Das wollte ich natürlich eigentlich gar nicht machen. Und ich wollte eigentlich auch noch darauf hingewiesen haben, dass Sie in verschiedenen Menschenrechtsorganisationen schon gearbeitet haben und jetzt eben immer noch sich einsetzen für Menschenrechte in Tunesien. Ich würde Sie gerne in der zweiten Runde jetzt fragen, wie was bedeutet denn sicheres Herkunftsland, wenn man es nicht für eine Aufhebung der Reisewarnung hält in Tunesien? Und was macht denn Tunesien mit Rückkehrern? Zunächst einmal möchte ich mich Herrn Beck anschließen. Also wenn man zum Beispiel die individuellen Fakten nicht so sehr berücksichtigt. Also ein Staat, auch die fortschrittlichsten Staaten im Bereich der Menschenrechte, sollten niemals als allgemeingültig sichere Herkunftsländer gelten. Man muss da immer individuelle Fakten mit einbeziehen. Und Tunesien ist sicherlich kein sicheres Land für die religiösen Minderheiten und noch weniger für die LGBTI-Gruppen und so weiter. Also diese Erwägungen muss man machen. Aber ich möchte noch einmal auf die Grundlagen zurückkommen dieses Konzeptes des sicheren Herkunftslandes. Ich möchte darauf hinweisen, dass das Konzept nicht neu ist. Schon seit 1991 hat der Hochkommissar für Flüchtlinge im UNHCR dieses Konzept erarbeitet und hat auch gesagt, dass das sozusagen den internationalen Schutz und die Asylrechte untergraben kann, weil die Verfahren beschleunigt werden in diesen Fällen. Das haben Sie ja erwähnt, dass eben noch mehr Beweise vorgelegt werden müssen in kürzeren Fristen. Ich möchte nur ein Beispiel liefern, das zeigt, wie sehr dieses Konzept inkohärent ist und dass es eben auch nicht auf objektiven Erwägungen beruht. Ich nehme mal das Jahr 2015. In den 28 Mitgliedstaaten der EU gab es 12 Staaten, die Listen sicherer Herkunftsländer aufgestellt haben, also 12 von 28. Und diese Listen unterscheiden sich komplett. Also in manchen Ländern gibt es nur ein sicheres Herkunftsland. Also in Irland gab es eine Liste, die bestand nur aus einem Land, das als sicheres Herkunftsland galt, während Malta wiederum eine Liste hatte mit 23 sicheren Herkunftsländern. Und wenn ich dann noch dazu sage, dass es kein Land gab, welches da einhellig von allen 12 Listen aufgeführt war, also die Länder konnten sich nicht auf ein einziges Land einigen, das überall sicheres Herkunftsland war, dann sieht man, dass das doch politische Erwägungen sind, wirtschaftliche Erwägungen, sicherheitspolitische Erwägungen, bilaterale Erwägungen und nicht so sehr objektive Überlegungen einer wahren Interpretation der realen Begebenheiten vor Ort. Zweite Frage. Welches war nochmal die zweite Frage? Das habe ich jetzt gerade vergessen. Wenn man über diejenigen sprechen möchte, die wieder nach Tunesien zurückkommen, dann muss ich darauf hinweisen, dass Tunesien für Minderheiten nicht sicher ist und für andere Bevölkerungsgruppen und auch noch weniger sicher ist für Migrantinnen und Migranten. Das ist ein großes Problem in Tunesien. In Tunesien gibt es immer noch viele sehr alte, traditionelle Gesetze. Manche gehen auf die 60er Jahre zurück und wurden auch nicht überarbeitet in der Zwischenzeit. Und es handelt sich um sehr repressive Gesetze. Ich möchte das Gesetz von Februar 2004 anführen, welches im Grunde dazu diente, die Schlepper zur Rechenschaft zu ziehen. Aber in gewissen Fällen, die auch dokumentiert wurden, wurden damit auch Migranten belangt. Also da gibt es Gefängnisstrafen, schwerwiegende Geldstrafen gegen all diejenigen, die versuchen, irregulär und illegal ins Territorium zu gelangen und wieder rauszureisen. Und die Frage, die ich stelle, ist, ob man nicht vielleicht diese repressiven Gesetze überarbeiten sollte, bevor man Leute wieder aufnimmt, die dann vielleicht eventuell ins Gefängnis müssen. Und jetzt sprechen wir nur über die tunesischen Staatsangehörigen, die wieder aufgenommen werden. Aber wenn man dann noch hinzufügt,
all das, was jetzt diskutiert wird. Denn wenn man das in Verbindung bringt mit der Mobilitätspartnerschaft, was jetzt derzeit diskutiert wird zwischen der EU und Tunesien, wo eine Wiederaufnahmeklausel vorgesehen ist, nicht nur für die Tunesierinnen und Tunesier, die illegal in Europa sind, sondern auch für all diejenigen mit dritten Staatsangehörigkeiten, die durch Tunesien durchgereist sind, als Transitland, dass auch die nach Tunesien zurückgeschickt werden sollen. Und das ist durchaus alarmierend, wie diese Migranten in Tunesien dort leben, wo immer mehr Menschen, immer mehr Migranten in Tunesien sozusagen feststecken in diesen Auffangzentren, in denen gar keine demokratischen Bedingungen herrschen. Also da hat keiner Zugang, auch die Abgeordneten haben keinen Zugang zu diesen Auffangeinrichtungen und zu diesen Zentren. Da gibt es keine gerichtliche Unterstützung, keinen Rechtsbeistand und keinen sozialen Beistand für die Leute, die dort untergebracht sind. Und diese Migrantinnen und Migranten hängen fest in diesen Zentren und müssen erst einmal eine Entschädigung bezahlen für jede Woche, wo man seinen regulären Aufenthalt überschreitet, zahlt man zwischen ungefähr 10 Euro, und das müssen die Migranten bezahlen, und die müssen auch noch ihre Rückfahrkarte bezahlen, denn Tunesien übernimmt das nicht. Und das ist auch, das gilt auch für die Leute, die freiwillig nach Hause reisen, und sie müssen eben selbst aufkommen für ihre Rückreise und stecken dann eben fest in diesen Zentren. Und in Tunesien gibt es auch ein Gesetz zum Schutz von Migranten und Ausländer gegen Rassismus und Diskriminierung. Insbesondere gilt das für Menschen aus den Ländern des Afrikas, der Subsahara-Region. Aber es gibt kein Gesetz, welches eben gleichen Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie Gesundheit, Arbeit und soziale Dienstleistungen betrifft. Und diejenigen, die man wieder aufnehmen möchte, da möchte ich sagen, dass zwar Tunesien die internationale Flüchtlingskonvention von 1951 ratifiziert hat, aber es gibt kein Asylrecht und es gibt keine Grundsatzverfahren für die Asylanträge, keine prozessrechtlichen Grundregelungen. Und Tunesien wendet auch nicht die international anerkannten Grundprinzipien an, nämlich das Prinzip der Nichtabschiebung. Und Tunesien, wie auch Marokko und Algerien, die machen dasselbe, das weiß ich. Tunesien hat mehrere Migranten abgeschoben, irgendwo ins Niemandsland an der Grenze zwischen Tunesien und Algerien. 2012 hat Tunesien auch noch den Versuch unternommen, Migranten abzuschieben, die im Meer aufgegriffen wurden. Man wollte sie nach Libyen abschieben, obwohl sie beweisen konnten, dass sie misshandelt wurden und zu Zwangsarbeit verpflichtet wurden, als sie als Migranten angekommen sind. Und das veranschaulicht ein bisschen, wie die Situation sich derzeit darstellt und in welcher Situation man die Leute aussetzt, wenn man sie wieder aufnimmt, insbesondere wenn sie aus Drittstaaten kommen. Ich würde gerne Khadija die Frage stellen, was Sie denn von der Idee halten, die in der deutschen Bundesregierung im Moment auch ganz groß diskutiert wird unter dem Stichwort Marshallplan für Afrika und Partnerschaft auf Augenhöhe, und vor allen Dingen nehmen Sie Ihre Leute zurück und wir bilden die da irgendwie aus. Das ist so grob das Konzept dieses Marshallplans, den wir unter Afrika-Journalisten gerne Marshallplan ohne Geld nennen. Aber egal, Geld würde auch nicht helfen. Was dahinter steht, ist der Versuch, zu Partnerschaften zu kommen, die uns ermöglichen, Leute, die wir hier nicht haben wollen, loszuwerden und woanders auszubilden, um sie dann wiederum nicht einwandern zu lassen, um hier zu arbeiten. Aber das ist eben die Absurdität der deutschen Diskussion. Wie sehen Sie das? Ist das eine Variante, mit der tatsächlich auch die Probleme, die ja da sind und die möglicherweise auch ein Anlass sein können, auswandern zu wollen, nämlich nicht genug Chancen zu sehen, sich irgendwie beruflich zu entwickeln, ist das die Antwort, oder geht das völlig an den Bedürfnissen und den Problemen der jungen Leute vorbei? Okay, merci. Dankeschön. Zu dieser Partnerschaft der EU oder von einigen europäischen Ländern mit Marokko, zu diesem fortgeschrittenen Status,
zwischen Marokko und der EU. Da gibt es normalerweise Klauseln zu den Menschenrechten in diesem fortgeschrittenen Status. Aber leider ist es so, dass man erlebt, dass die wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen der EU überwiegen im Falle Marokkos. Also die zählen mehr als die Wahrung der Menschenrechte und als die Anwendung der Menschenrechte. Wenn man jetzt über die Partnerschaft mit Marokko spricht und zwischen Marokko und einigen europäischen Ländern, darunter auch Deutschland, und hinsichtlich der Frage, ob man Marokko Geldmittel zur Verfügung stellen soll, sodass Marokko eben die Frage der Migration außerhalb der EU besser bewältigen kann, das ist für mich etwas Problematisches. Denn das Problem ist folgendes: Wenn man einem Land, das nicht demokratisch ist, Geld zur Verfügung stellt, denn das sind ja sozusagen sichere Herkunftsländer, wo eben der Rechtsstaat gelten soll und wo auch die Rechte in der Gesellschaft angewandt werden sollen. Und diese Kriterien, diese drei Kriterien, sind allerdings keine Kriterien, die für Marokko gelten, aus einem einfachen Grund, was jetzt die Frage der Demokratie angeht. Und wenn es darum geht, Marokko so darzustellen, als hätte es viele Fortschritte erzielt im Bereich Demokratie und Menschenrechte. Da spricht man ja manchmal von Marokko als Ausnahme in der Region. Ja, aber im Jahr 2011 und im arabischen Frühling war es so, dass Tausende von Marokkanern auf die Straße gegangen sind, um einzufordern, dass es eine reale, echte Demokratie in Marokko gibt. Sie wollten, dass die Menschenrechte tatsächlich gewahrt würden. Und sie forderten, dass es Strafen gäbe für Verletzung von Menschenrechten auf politischer und wirtschaftlicher Ebene. Aber leider war es so, dass die Verfassung von 2011 nicht wirklich für Gewaltenteilung gesorgt hat. Es gibt also keine Unabhängigkeit der Exekutive. Die Legislative und die Judikative sind ebenfalls nicht unabhängig. Wie Sie vielleicht wissen, haben wir seit 4 Monaten keine Regierung. Und in Marokko hat sich auch nichts geändert. Das bedeutet, dass diejenigen, die in Marokko an der Macht sind, nicht legitimiert sind. Das ist sozusagen keine echte Macht in Marokko. Also die ganze Macht liegt in den Händen des Königshauses Marokko. Leider ist das so. Und das Königshaus legt auf den Menschen keine Rechenschaft ab. Also man kann auch das Königshaus nicht dazu auffordern, irgendwie transparent zu sein zu irgendwelchen Entscheidungen oder politischen Maßnahmen, insbesondere auch in der Migrationspolitik. Und andererseits ist es schon so, dass Marokko ja tatsächlich viele internationale Konventionen unterzeichnet hat, aber wie ich auch im Vorfeld sagte, ist es so, dass die Anwendung der Gesetze im Internen und die Umsetzung dieser internationalen Konventionen problematisch ist. Denn wir sind noch weit entfernt, eben diese internationalen Konventionen tatsächlich anzuwenden. Was nun die Wirksamkeit und die Wahrung dieser Rechte angeht und dieser Gesetze und mit all diesen Schlupflöchern und Lücken, das ist noch eine andere Geschichte. Denn normalerweise haben wir es mit sehr schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen zu tun, die oft mit Straflosigkeit einhergehen. Was nun die Migrationsfragen angeht, seit einigen Jahren, seit 2014, ist es so, und das war nach der Diskussion über den ersten Bericht Marokkos zur Konvention zum Schutz aller Wanderarbeiter und ihrer Familien, was von Marokko ratifiziert wurde, und die ersten Länder, die dieses ratifiziert haben, haben das schon im Jahr 1994 getan, und seit diesem Datum hat Marokko keine Berichte dazu mehr vorgelegt. Und als der Bericht dann letztlich mit großem Zeitverzug vorgelegt wurde, war dieser Bericht sehr weit ab von der Realität verfasst. Die Zivilgesellschaft Marokkos, auch unsere Vereinigung AMDH, hat andere Berichte vorgelegt, alternative, parallele Berichte. Und darin konnte man dann nachlesen, wie es denn tatsächlich vor Ort aussah, wie es für die Migrantinnen und Migranten aussah, die auf marokkanischem Boden angesiedelt waren. Und
da nun auf der Ebene der Vereinten Nationen eine Diskussion dazu geführt wurde, zu diesem Bericht Marokkos. Und Empfehlungen ausgegeben wurden, nach denen Marokko sich noch weiter anstrengen muss, um die Rechte der Flüchtlinge besser zu wahren. Und als Reaktion hat Marokko eine Erklärung abgegeben. Man nennt das in Marokko neue Politik im Bereich Migration auf der Grundlage der Menschenrechte und auf der Grundlage eines humanitären Ansatzes. Und diese Erklärung wurde mit großem Applaus empfangen und aufgenommen, aber wir wussten auch, dass es dennoch eine große Kluft gab zwischen den Worten und den Taten und der Realität eben auf der anderen Seite. Und all diese Erklärungen, all diese Propaganda war eben eher für die Außenwelt gedacht als für die Marokkanerinnen und Marokkaner, für die Leute, die in Marokko lebten. Und das Endergebnis war sozusagen eben auch nicht, dass man den Status der Migranten in Marokko reglementiert und legalisiert hat. Aber und die Notsituation der Migranten in Marokko ist immer noch die gleiche geblieben. Ich kann Ihnen da ein Beispiel anführen. Mit dieser zweiten Regulierungsphase war es so, dass die Menschen aus Subsahara-Afrika in Marokko nun ihr Leben riskieren, um ans andere Ufer des Mittelmeers zu gelangen, da eben ihre Rechte in unserem Land nicht gewahrt werden. Auch obwohl jetzt andere Ankündigungen gemacht wurden. Aber das Problem der Anerkennung der Rechte dieser Migrantinnen und Migranten und Flüchtlinge wird mit Füßen getreten, denn sie haben keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung und sie haben keinen Zugang zur Schulbildung für ihre Kinder und befinden sich in einer schwierigen Lage, können schlecht Arbeitsplätze finden und haben auch Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden. Und angesichts dieser Lage kann man von Migranten ja auch nicht verlangen, in Marokko zu bleiben, denn sie werden gar nicht in die marokkanische Gesellschaft integriert. Auch wenn man Menschenrechte verficht, da hätte man natürlich gerne, dass diese Migranten in Marokko leben können und ihre Rechte auch gewahrt werden, aber leider ist das nicht der Fall. Dasselbe gilt für die Marokkanerinnen und Marokkaner. Sie riskieren ihr Leben, um nach Europa zu gelangen, nicht eben weil sie einem würdigen Leben entfliehen wollten. Nein, offensichtlich können sie ihren Grundbedürfnissen nicht nachkommen und offenbar leben sie eben nicht würdig und haben keine Meinungsfreiheit und können sich nicht frei äußern. Und da gibt es eben so viele Tabus. Die Journalisten zum Beispiel dürfen sich nicht äußern zu den marokkanischen Konstanten, nämlich König, Gott, Vaterland und Westsahara. Also diese Dinge darf man nicht einmal ansprechen, ohne dass man Gefahr läuft, Probleme mit den Behörden zu bekommen. Und jetzt gibt es noch weitere Tabus. Und das betrifft das Innenministerium, welches jederzeit sie sanktionieren kann, weil sie ein Recht in Anspruch nehmen wollten oder weil sie eine Meinung kundgetan haben, die der offiziellen Meinung zuwiderläuft. Und das Innenministerium hat das auch klar kundgetan in einem Treffen mit der Zivilgesellschaft bei einer Sitzung, die informell war. Aber diese Worte wurden von der marokkanischen Presse auch verbreitet. Und da hat das Ministerium klar gesagt, dass man es eben nicht tolerieren kann, dass NGOs sich anders äußern als das, was die Linie des Staates ist und dass diese NGOs dann Zugang zu öffentlichen Räumen hätten und öffentlichen Gebäuden. Und es geht nicht nur um öffentliche Gebäude. Wir haben Schwierigkeiten, überhaupt Privaträume zu bekommen, die von den NGOs bezahlt würden. Also die NGOs haben Schwierigkeiten, überhaupt irgendwo Raum zu finden. Und es gibt auch noch das Problem derjenigen, die die Menschenrechte verteidigen. Wenn man die Rechte der Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge verteidigen möchte, hat man Schwierigkeiten mit den Behörden. Wenn man eine Lobbyarbeit gegenüber den Behörden vollführt, die dann wiederum einen gar nicht treffen wollen und die einem gar keine Informationen zukommen lassen oder die uns bestrafen. Erst jüngst war es so, das ist mein letzter Punkt, dass
sich Marokko Akaliet gegründet hat, eine Vereinigung, die sich eben eintragen lassen wollte ins Vereinsregister in Rabat, in der Hauptstadt. Aber diese Akte wollte man bei der Behörde gar nicht erst bearbeiten. Und derjenige, der da den Antrag stellen wollte, wurde sogar erniedrigt, beleidigt und man hat versucht, ihn zu schlagen. Und das ist sowas, was die Marokkaner täglich erleben und was viele Marokkanerinnen und Marokkaner dazu bringt, Marokko zu verlassen. Und deshalb möchten die Migranten auch auf unserem Boden gar nicht erst bleiben. Jetzt hat sich Radit etwas in Rage geredet, aber es gibt eben einiges zu sagen und wir sind ja auch noch nicht fertig mit unserer Diskussion. Ich würde gerne Mehdi noch mal kurz zu Wort kommen lassen, werde mich dann, während ich Volker Beck, dem werde ich die Frage nachher stellen, ich würde dann gerne erstmal öffnen, werde ich mich schon mal ein bisschen umgucken, wer sich beteiligen will an der Diskussion. Wir haben vermutlich Mikrofone oder eines, jawohl, haben wir. Ich würde Sie auch bitten, die dann nachher zu benutzen, weil wir ja sonst mit der Übersetzung keine Chance haben, beziehungsweise wir werden dann eben nicht übersetzt. Aber jetzt zunächst noch mal zu Mehdi. Ich würde Sie gerne noch mal fragen, ob denn die Motivation zu gehen für junge Leute tatsächlich das ist, dass sie das Gefühl haben, sie haben da kein würdiges Leben. Oder ist es eher... dass man sich einfach denkt, naja, ich möchte auch mal was anderes machen und dass man vielleicht aus ganz verschiedenen Motivationen sich entscheidet, vielleicht nicht in Marokko bleiben zu wollen. Und ist das für die Leute, mit denen Sie zu tun haben, ein großes Thema? Ja, ich denke, es gibt beide Gründe und Motivation. Es gibt einerseits die wirtschaftlichen und sozialen Gründe und andererseits auch politische Gründe. Es gibt zum Beispiel einen Rapper, Alaa Abdi, der sehr bekannt ist. Er hat Marokko verlassen, nachdem er dreimal im Gefängnis war. Und dies aufgrund seiner Musik. Er hat einen Asylantrag gestellt in Belgien. Und das ist wirklich ein konkretes Beispiel. Das zeigt, dass es heutzutage wirklich verboten ist, gewisse Dinge zu tun. Das heißt, wenn er zurückkommt, dann geht er gleich wieder ins Gefängnis. Und da gibt es noch weitere Beispiele, auch von Journalisten. Es gibt einen ehemaligen Chefredakteur eines Magazins, das etwas kritisch war in Bezug auf das Regime. Auch in Bezug auf die Rechtssituation. Er ist nun in den Vereinigten Staaten. Und es gibt einen weiteren Journalisten, der nun in Barcelona lebt. Malut. Das heißt, es gibt hier mehrere konkrete Fälle. Und da geht es immer um Meinungsfreiheit oder um künstlerische Freiheit. Und natürlich gibt es auch die wirtschaftliche Situation der jungen Menschen. Sie haben immer die Vorstellung, dass Europa alle Träume verwirklichen kann, dass die Situation dort immer besser sein wird, ob das nun das Leben als solches angeht, die Lebensqualität oder auch anderes. Aber ich denke, seit dem Jahr 2000 hat sich hier viel verändert. Früher gab es viel mehr Arbeitslosigkeit und es gab auch junge Menschen, die haben sich angezündet vor dem Parlament. Das haben wir erlebt Anfang der 2000er Jahre. Und nun hat sich doch einiges geändert. Das Ganze läuft doch reglementierter ab. Es gibt junge Marokkaner, die nehmen ein Boot, aber es gibt auch andere, die über die Türkei anreisen, auch mit einem Visum innerhalb des Schengen-Raums. Und dann bleiben sie in Europa. Also das hat sich verändert, aber dennoch muss man diese tägliche Lebenssituation in Betracht ziehen. Das treibt die jungen Menschen dazu. Aber natürlich auch diese Frage, ein würdiges Leben zu führen. Es gibt auch Fragen der Erniedrigung und natürlich hängt das auch alles mit der Gesellschaft zusammen. Also als ich noch jünger war, wollte ich zum Beispiel im Ausland studieren. Aber irgendwann habe ich mir dann gesagt, nein, ich bleibe hier. Das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Aber die trifft jeder natürlich individuell. Meine Jugend auf dem Dorf, die mich ganz dringend aus diesem Dorf hat, in die Flucht geschlagen hat, auch das dürfte bei vielen eine Motivation sein. Das haben unsere Gäste ja eigentlich ganz schön beschrieben, finde ich. Wer möchte sich an der Diskussion beteiligen?
Es gibt hier schon die erste Wortmeldung, die junge Dame hier in der Mitte. Bitte sagen Sie uns jeweils, wer Sie sind. Ja, hallo, Shirin Saber mein Name. Vielen Dank für die interessante Diskussion oder das Gespräch. Ich hätte eine Frage zu das, was Sie, Frau Dehmer, auch angesprochen haben, das Thema, macht es nicht auch Sinn, sich irgendwie zu engagieren in den Herkunftsländern? Ich glaube, wir sind uns hier alle einig, dass das keine sicheren Herkunftsländer sind, zumindest aus der Perspektive der Menschenrechte und in vielen anderen Themen vielleicht auch, aber kann es nicht trotzdem zusätzlich auch gut sein, wenn die Bundesregierung sich überlegt, wir versuchen vor Ort irgendwie was zu machen, den Menschen irgendwie vor Ort Perspektiven zu schaffen, sei es irgendwie Arbeitsplätze, Ausbildung zu fördern, kann das nicht jenseits dieses Themas, wir müssen die Menschenrechte auf jeden Fall verbessern, die Lage für Homosexuelle, die Lage für Journalisten, wie auch immer, kann das nicht trotzdem ein wichtiger Zusatz sein? Ich würde gerne noch ein, zwei Meldungen mit dazu nehmen und dann gesammelt antworten. Der Herr da hinten in der zweitletzten, drittletzten Reihe, ganz am Rand. Ja. Ja, Peter Schrager-Aden, eine Frage. Marokko hatte ja vor eineinhalb Jahren eine sehr große Konferenz, die Klimakonferenz, die sehr positiv rüberkam, auch aus diesem Hause. Es waren ja sehr viele von der Böll-Stiftung auch in Marokko gewesen. Die Berichte, die ich dazu gehört habe, waren ausgesprochen positiv. Wie hat sich diese Konferenz ausgewirkt? Hat das einen positiven Effekt gehabt? Hat da mehr Öffentlichkeit stattgefunden? Hat das Auswirkungen auf eure Arbeit gehabt, dass dort ein paar tausend Journalisten und Menschen dort vor Ort waren und über dieses Land ja im Wesentlichen, soweit ich es mitbekommen habe, positiv berichtet haben? Und die andere Frage im Zusammenhang auch mit dem Marshallplan, mit oder ohne Geld, ich meine, ich weiß auch nicht so richtig, wo die Alternativen da sind, außer so einen Marshallplan aufzulegen. Die Frage ist, wie er ausgeschaltet werden sollte. Und wenn man damit anfangen wollte, dann doch wohl in Marokko und nicht da, wo es wahrscheinlich gar nicht geht. Gibt es noch eine dritte Wortmeldung für die erste Runde? Das ist, ja, gibt es. Und dann gehen wir in die erste Antwortrunde her. Ja, meine Frage wäre an den Herrn Beck, wie Sie sich das vorstellen mit dem Einwanderungsgesetz. Die Subsahara-Bevölkerung wird von 1 Milliarde auf 4 Milliarden anwachsen bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Und von dem her ist irgendwie die Vorstellung mit Marshallplan oder wie auch immer, man fördert die da unten und die kommen dann hierher und sollen arbeiten. Wie sollen hier hunderte Millionen Menschen, die dann kommen würden, wie sollten die jemals in der europäischen Gesellschaft integriert werden? Das ist eine völlig absurde, utopische Vorstellung. Und von dem her, von den aktuellen Entwicklungen her, muss man sagen, wir brauchen kein Einwanderungsgesetz. Wir brauchen auch einen Stopp der irregulären Einwanderung in ganz Europa. Wenn Sie dazu einfach was sagen könnten. Sagen Sie uns noch, wie Sie heißen? Robert Steiner. Danke. Ich würde sagen, Volker Beck fängt an. Ich weiß nicht, ob die Bevölkerungsentwicklung in Afrika wirklich so ist. Im Moment ist es 1 Milliarde Menschen. Nun ja, ich glaube auch nicht, dass die alle hierher kommen wollen, aber man weiß es ja nicht. Volker Beck, gibt es dazu zu sagen? Also darum geht es in einem Einwanderungsgesetz auch erstmal nicht. Ein Einwanderungsgesetz im Gegensatz zum humanitären Flüchtlingsschutz denkt aus der Perspektive des Aufnahmelandes und seines Bedarfs an Zuwanderung. Einfach aufgrund der demografischen Entwicklung, aufgrund von Defiziten auf dem Arbeitsmarkt, dass in bestimmten Qualifikationsbereichen nicht genügend ausgebildete Leute hat. Darauf gibt ein Einwanderungsgesetz eine Antwort. Das löst nicht die Migrationsprobleme auf der ganzen Welt. Kann es auch nicht. Es würde dann darum gehen, dass man jährlich definiert, wie das die Kanadier früher gemacht haben, wie viele Menschen kommen sollen und für welche Qualifikationsmerkmale, für welche Voraussetzungen es wie viele Punkte gibt. Und dann kann man sich bewerben. Und wenn man genügend Punkte hat, kommt man in der Reihenfolge dran, bis die Jahresquote erfüllt wird. Und diese Jahresquote kann eben 10.000 sein, die kann 100.000 sein, die kann auch 500.000 sein. Das muss politisch entschieden werden. Am besten mit wissenschaftlicher Beratung, damit man nicht völlig am Bedarf vorbeiarbeitet. Was auch klar ist, deshalb ist es für Afrika
insgesamt kein uninteressantes Thema. Wir haben in der Vergangenheit unseren Einwanderungsbedarf überwiegend aus asiatischen Ländern gestillt. Diese Gesellschaften, aus denen wir überwiegend die Leute, gerade in der Pflege, aber auch in der Computertechnologie und so, wo wir Leute angeworben haben, diese Länder werden uns nichts mehr abgeben, weil denn ihre Gesellschaften sind retardiert, aber sie sind auf dem gleichen Weg wie wir. Sie überaltern und sie haben keinen Bedarf, durch Auswanderung ihre demografische Perspektive weiter zu verschlechtern. Also werden wir woanders hingehen müssen. Diese Länder hatten aber den Vorteil, dass sie in der Regel eigene Ausbildungssysteme hatten, mit denen sie qualifizierte Einwanderer sozusagen auf den internationalen Arbeitsmarkt geworfen haben, wenn man das so zynisch merkantilistisch formulieren will. Das ist die Situation bei Afrika ganz anders. Afrika hat ein großes Bevölkerungspotenzial, aber ganz schwache Strukturen zur Qualifikation. Und ich habe das auch schon mit der deutschen Wirtschaft diskutiert, dass man eigentlich nicht nur einen Marshallplan braucht von der Bundesregierung, wo wir wieder irgendwelche Entwicklungsgelder irgendwo mit irgendwelchen Programmen mehr oder weniger gut unterfüttert dann für gute Zwecke ausgeben, sondern dass man die Wirtschaft, und zwar eigentlich nicht nur die deutsche, sondern die europäische Wirtschaft, das ist ein gemeinsames Problem der europäischen Gesellschaften, das müssen wir auch gemeinsam lösen, wenn man das in der Partnerschaft mit Afrika oder Regionen in Afrika machen will, dass man dort Ausbildungssysteme aufbaut, wo dann eben auch qualifizierte Menschen zur Verfügung stehen, auch übrigens, weil über eine Einwanderungsbewegung von qualifizierten Leuten hierher, über die Rücküberweisungsproblematik und so weiter, dann wieder Nachfrage in diesen Ländern entstehen würde, die eine eigenständige wirtschaftliche Entwicklung anspringen lassen würde, wo es dann auch mehr Partizipation und mehr Entwicklung gibt. Das müsste man eigentlich strategisch angehen. Ich sehe das bloß leider überhaupt nicht, dass es irgendjemand macht. Also ich sehe solche Papiere wie Marshallplan, dann denke ich mir, ja, was ist die Strategie, also wie gehen wir das genau an, mit welchen Partnern sorgen wir nachhaltig dafür, dass es Ausbildung gibt, weil das ist die Voraussetzung. Und natürlich, die wirtschaftliche Entwicklung kann man nicht einfach so per Planwirtschaft jetzt in diesen Ländern anstoßen, sondern man muss da letztendlich in so einem Kreislauf denken und in der Perspektive. Deshalb ist das auch alles viel zu kurzatmig, weil was man jetzt aufschreibt, ist nicht dem Interesse geschuldet und noch nicht mal dem Eigeninteresse, das man erkannt hat, dass wir perspektivisch da was machen müssen, auch zu unserem Wohl und Frommen, sondern man will einfach eine politische Antwort haben, damit diese Länder die Migranten, die wir loswerden wollen, wieder zurücknehmen. Und dann schreibt man irgendwas auf, dann gibt man vielleicht auch, wenn die Länder gut verhandeln, noch ein bisschen Geld obendrauf zum Papier. Aber das wird alles versanden, weil das ist alles zu kurzatmig und nicht langfristig und strategisch angelegt. Deshalb wichtig ist der Gedanke, dass man da was macht in der Entwicklung, aber man muss gucken, wo sind auch relevante Interessen dieser Länder, der Menschen dort und von uns, die man in einer sinnvollen Art und Weise zusammenbringen kann, dass daraus eine Entwicklungsdynamik und ein Zusammenwachsen entsteht. Und dann kann man auch eben, was wir ja bei den Balkanländern zaghaft gemacht haben, auch darüber reden, ob man Leute auch aus schwächer qualifizierten Bereich zu einer bestimmten Zahl, wenn sie hier einen Arbeitsvertrag haben, also wenn es jemand gibt, der die auch einstellen will, das ein bisschen öffnen, um zu zeigen, es gibt verschiedene Möglichkeiten und Qualifikation ist eine, um die Chance zu haben, in das begehrte Europa zu kommen. Und dass es nicht sinnvoll ist, einfach sich über den großen Teich zu machen oder sich in den Flieger zu setzen und zu versuchen, hier zu bleiben, ohne dass man eine Idee hat, was man denn hier eigentlich tatsächlich machen will und was man hier auch machen kann mit dem, was man mitbringt. Das ist ein wichtiger Punkt. Ansonsten, das beantwortet auch ein Stück weit Ihre Frage. Natürlich macht es Sinn, dass wir uns da engagieren. Aber Wir müssen das mit einer Strategie verbinden. Und man kann nicht sagen, wir machen wie unsere Entwicklungspolitik sonst, so nach dem Motto, wir bauen ein paar Brunnen, es wird schon irgendwas dann dem nachfolgen. Das ist zu kurzatmig und das ist leider das Krux beim Entwicklungsministerium, egal wer es geführt hat.
dass es immer gute Menschen sind, die viel gute Werke tun wollen, aber letztendlich nicht in Zeiträumen von 10, 20 Jahren denken und zu überlegen, wo sind wir dann da mit dem, was wir heute angefangen haben. Aber da da immer die Herz-Jesu-Marxisten bei der Union geparkt werden, wird das wohl auch so bleiben. Mehdi, ich würde Sie gerne fragen nach der aufgeworfenen Frage, hat die COP22 in Marokko irgendwas verändert? Ich werde jetzt ein bisschen kritisch antworten auf diese Frage in Bezug auf die COP22, denn vorher sprach ich ja von diesem internationalen Bild. Und ich denke, man sollte auch über soziale Gerechtigkeit sprechen und nicht nur über Klimagerechtigkeit. Wir haben ja vorher von Zensur gesprochen, von der Verletzung von Menschenrechten. Nun, man muss ja hier auch gewisse Prioritäten setzen. Wir arbeiten sehr viel mit Künstlern, wir arbeiten sehr viel mit Frauen. Und wenn man mit den Menschen spricht, dann stellt man immer wieder fest, dass dieser individuelle Aspekt nie berücksichtigt wird. Also alles wird internationalisiert, auch die Festivals zum Beispiel. Also ich bin immer sehr auf das Künstlerische ausgerichtet. Also die Programme sind nicht unbedingt an unsere Menschen angepasst. Auch das Publikum hört nicht richtig zu. Also all das wird organisiert, um sagen zu können, naja, auch wir sind im Bereich Umwelt aktiv, auch wir setzen auf Ökologie. Ich denke, Marrakesch hat wirklich hier etwas ganz Besonderes irgendwo inszeniert. Also ich habe ehrlich gesagt noch nie Fahrräder gesehen in Marokko, auch noch keine Elektrobusse. Also das ist etwas, das kam dann sozusagen nach Marrakesch bei dieser Gelegenheit. Und da befindet man sich in einer Situation, in der man sich folgende Frage stellt. Ist das, was man exportiert, auch wirklich etwas, was dem entspricht, was man im Land erlebt, wenn man dort lebt? Und da möchte ich wieder über den öffentlichen Raum zu sprechen kommen. Ich hatte ja von 8 Fällen gesprochen, die wir dokumentiert haben, aber es gibt natürlich noch weitere, die wir aufgenommen haben seit dem Jahr 2011. Aber ich möchte auch noch kurz über die Bewegung des 20. Februars sprechen. Nach dieser Bewegung gab es sehr viel künstlerische Dynamik. Die jungen Menschen haben den öffentlichen Raum genutzt, um zu philosophieren, um Lesungen abzuhalten in der Öffentlichkeit. Und es gab zum Beispiel einen jungen Menschen, der eine philosophische Lesung organisiert hat. Und da wurde diskutiert über die Liebe. Das war ganz banal, aber das hat man verboten. Und sie haben also siebenmal dasselbe organisiert, dasselbe Format im öffentlichen Raum organisiert. Und das sind also Kontexte, die sich von heute auf morgen ergeben. Irgendwann kommt dann jemand von den Behörden und sagt, nein, ihr dürft nicht hier sein, sonst werdet ihr verjagt. Und dann gab es auch noch eine andere Situation. Man wollte einmal einen Film zeigen über die Situation in Bezug auf die Korruption, also von Transparency International in Jemen, Ägypten, in anderen Ländern. Auch das wurde verboten. Das ging von Rabat aus zwischen den Jahren 2013, 14 und 15. Also das, was man sieht, ist nicht unbedingt die Realität. Diese Tendenz gibt es. Und da stellt man sich die Frage, welche Rolle der Bürger spielt und welche Rolle der Staat spielt. Also das ist die Dynamik, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Wir müssen also die internationalen Standards einhalten einerseits. Wir sprachen ja vorher von Gesetzen. Nun gibt es ein Gesetz, über das gerade abgestimmt wurde, also ein Gesetz über Anträge, über Petitionen. Das heißt, man gibt dem Bürger ein bisschen Rechte, ein paar Rechte,
Also es gibt die Möglichkeit, dass man Unterschriften sammelt und dann kann man etwas bewirken. Aber das ist ein sehr kompliziertes Gesetz. Also man muss in die Wählerlisten eingetragen sein, man muss seinen Personalausweis vorlegen und das müssen physische Unterschriften sein, also keine elektronischen Unterschriften. Also das sind schon hohe Hürden für eine Petition. Das heißt, man versucht die Standards zu achten und zu respektieren, aber die Umsetzung ist dann immer sehr schwierig. Wir organisieren gerade eine Petition über den öffentlichen Raum und ich hatte die Möglichkeit, eine Person kennenzulernen, also die Person, die die erste Petition sozusagen schon organisiert hat. Das Gesetz stammt aus dem August 2016 und nun, also diese Person hat 5.000 Personalausweise sozusagen gesammelt, Unterschriften und ist dann zur Behörde gegangen und hat gesagt, naja, ich habe hier eine Petition. Und dann meinte, naja, gut, wir verspätigen das. Und meinte, nein, ich habe einen ganz großen Karton dabei mit diesen 5.000 Kopien. Und das war wirklich das erste Mal, dass sie so befasst waren mit einer Petition dieser Art. Also Sie sehen, man gibt uns Rechte, aber letztlich ist es sehr kompliziert, das umzusetzen. Hadija, wollen Sie noch irgendwas zur COP22 sagen? Oui, bien sûr. Ja, gerne. Zur COP22. Marokko hat vor der COP22 den Internationalen Kongress oder das Internationale Forum der Menschenrechte organisiert. Und die Anekdote ist nun folgende. Direkt danach gab es eine Rede des Innenministers vor dem Parlament. Und er hat ganz klar gesagt, dass die NGOs im Bereich der Menschenrechte für externe Agenden arbeiten würden und sie möchten sozusagen das Image Marokkos im Ausland schädigen und möchten sozusagen ein Bild vermitteln, welches dem wahren Bild Marokkos nicht entspräche. Also die Tatsache überhaupt, die Politik Marokkos im Bereich der Menschenrechte zu kritisieren, würde das Bild Marokkos im Ausland schädigen. Das wurde dort gesagt in der Rede und es gibt natürlich in gewisser Weise auch eine Realität da drinnen, denn Marokko investiert sehr viel in sein Image und anstatt wirklich die Menschenrechte zu wahren, wird in das Image nach außen investiert. Und es gibt natürlich Leute, die dafür bezahlt werden, um sich nach Genf zu begeben, um sich zu den Vereinten Nationen zu begeben oder in die europäischen Länder zu reisen, um eben dieses Image Marokkos zu verbreiten, nachdem eben Marokko demokratisch sei, modern sei, fortschrittlich sei. Und dass Marokko eben eine Ausnahme in der Region bildete. Das ist die Propaganda. Die Realität sieht allerdings anders aus. Und seit diesem Datum hat die AMDH ganz alleine erlebt, dass 140 Aktivitäten verboten wurden. Also all unsere Aktionen in öffentlichen Räumen, die die AMDH durchgeführt hat, wurden verboten, denn wir haben unsere Berichte vorgelegt und die sind dann von den internationalen NGOs aufgegriffen worden. Und wir wollten natürlich glaubwürdig arbeiten und professionell und seriös arbeiten. Aber nicht nur die AMDH, sondern Amnesty International wird auch angegriffen. Denn Amnesty hat über Folter in Marokko gesprochen. Und Amnesty hat auch gesagt, dass wenn Marokko zwar Anstrengungen unternimmt und auch Folter in Marokko, wenn Marokko Anstrengungen unternähme, dann könnte die Folter abgeschafft werden. Und auch Human Rights Watch wurde angegangen. Eine sehr bekannte internationale NGO wurde angegangen, denn Human Rights Watch hat über die Verletzung der Menschenrechte in der Sahara gesprochen und auch die Forscher, die zu den Migrationsfragen forschen, wurden angegriffen oder zu Menschenrechtsfragen generell. Also das ist das Marokko der zwei Gesichter sozusagen. Auf der einen Seite die Worte, die Reden, die wunderbar klingen und wir hoffen wirklich als Marokkanerinnen und Marokkaner, dass sie der Realität entsprechen, aber die Realitäten sehen doch anders aus und haben nichts zu tun mit diesen schönen Reden und Erklärungen. Ich komme noch einmal auf die Frage zurück, ob man vor Ort etwas tun kann. Ja, da kann man natürlich vieles tun. Man kann zunächst einmal die
Klauseln über Menschenrechte in den internationalen Vereinbarungen wahren lassen. Und man achtet natürlich immer darauf, was man irgendwo in Europa sagt und was man nach außen hin kundtut. Und man kann allerdings nicht erwarten, dass sich die Demokratie verwurzelt und die Menschenrechte gewahrt werden, wenn man die Leute wieder nach Marokko zurückschickt, Marokko als sicheres Herkunftsland, wo dann die Leute später dann gefoltert werden oder ins Gefängnis geworfen werden. Und wir lassen uns inspirieren von den Menschenrechten und wir lassen uns inspirieren von internationalen Referenzwerken und wir inspirieren uns an dem, auf dem Europa begründet ist. Aber dennoch belästigt man uns und man wirft uns vor, dass wir ein westliches Referenzwerk zugrunde legen würden. Und die Europäer machen uns die Arbeit noch schwerer manchmal. Und Europa akzeptiert die anderen ja auch nicht, das sehen wir. Und Europa wird immer mehr ausländerfeindlich, Europa wird immer rassistischer, Europa riegelt sich immer mehr ab und Europa akzeptiert auch nicht eben die Bewegungsfreiheit und die Reisefreiheit. Und das sind Sachen, die ja seit Ewigkeiten schon da waren. Die Leute mögen sich frei bewegen, auch die Europäerinnen und Europäer reisen in der ganzen Welt umher. Und man fragt sie auch nicht, warum sie das machen. Von ihnen wird keine Rechenschaft verlangt. Aber es gibt auch die Genfer Konvention, die von den europäischen Ländern ratifiziert wurde. Und der Artikel 3 dort spricht davon, dass die Frage des Asyls nicht so behandelt werden sollte, dass dem Diskrimination zugrunde liegt auf Grundlage der Nationalität, Religion, Ethnie oder andere Gründe. Europa dient uns oft als Inspiration, aber wir hätten gerne ein Europa, das solidarisch ist. Denn es gibt ja überall Kriege und Konflikte und wir müssen daran arbeiten, dass es keine Kriege und Konflikte mehr gibt, sondern dass wir solidarisch sind und dass man akzeptiert, dass Leute nach Europa kommen und dass sie dort würdig in Europa leben können. Ein kleines Land wie Jordanien, in dem es 10 Millionen Einwohner gibt, dort sind 4 Millionen Flüchtlinge ansässig. Auch im Libanon ist es so. Da gibt es Millionen von Flüchtlingen im Libanon. Und in Europa, dem es ja wirtschaftlich so gut geht, in dem so viele Chancen bereitstehen mit all dieser Infrastruktur, wo auch die Menschenrechte eben geachtet werden. Ich glaube schon, dass es so sein sollte, dass noch mehr Leute in Europa aufgenommen werden sollten. Hinzuzufügen. Ich würde Rami jetzt sozusagen gerne wieder auf den Boden zurückholen, wo es um so Fragen geht, wie ist es sinnvoll, in Ausbildung zu investieren in Tunesien, um die Frage noch mal kurz aufzugreifen. Ja, auch wenn ich jetzt kein Wirtschaftsexperte bin, ich bin eigentlich Arzt, aber ich möchte dennoch auf diese Frage zurückkommen, zu diesem Marshallplan, denn die Frage wurde ja mehrfach hier angesprochen und wir haben noch keine Antwort darauf gegeben. Ich glaube ja, warum denn nicht? Ich finde, dass Deutschland so ein bisschen im Hintergrund geblieben ist in Afrika, im Vergleich zu anderen Wirtschaftsmächten der Welt, die viel in Afrika investiert haben. Aber ich möchte noch zwei Dinge ansprechen. Entwicklung kann nicht vonstatten gehen mit Ländern, in denen es Diktaturen gibt. Denn man kann im Sudan oder in Eritrea keine Entwicklung in Gang setzen. Denn das Geld wird in den Taschen der Reichsten landen und in den Kreisen, die dem Regime nahestehen. Und dort wird man die Ziele nicht erreichen können, die Länder zu entwickeln, sondern man wird dazu beitragen, dass sich die Oligarchen bereichern, die diese Länder regieren und kontrollieren. Zum Zweiten, und das sage ich jedes Mal, es gibt viele Lösungsansätze im Bereich Migration und Entwicklung. Aber ganz persönlich finde ich, dass die Entwicklung ein Ziel für sich selbst darstellt. Und man muss eigentlich gar nicht die Leute bei ihnen zu Hause stabilisieren oder konsolidieren, sondern man kann auch
eben Entwicklungshilfe in Afrika oder in anderen Ländern betreiben, ohne dass man immer diese Verbindung herstellt, damit, dass man die Leute eben dazu bringen möchte, dass sie in ihren Ländern bleiben. Noch ein Punkt, kleiner Kommentar, noch einmal zur öffentlichen Entwicklungshilfe. Ich denke, dass hier die Rolle der Abgeordneten wichtig ist. Und es ist auch wichtig, dass Herr Beck hier bei uns ist. Manche Länder versuchen, die internationale Verantwortung so ein bisschen zu instrumentalisieren und das Geld zu benutzen, das normalerweise der Entwicklungshilfe zur Verfügung stünde, für Dinge zu benutzen, die eigentlich der Entwicklung nicht wirklich dienlich sind. Zum Beispiel in die Küstenwache zu investieren oder in den Grenzschutz zu investieren. Aber man hilft eigentlich nicht wirklich der Entwicklung. Und das muss aufhören. Man muss eben aufhören, sich hier der internationalen Verantwortung zu entziehen, eine Verantwortung, die ja die europäischen Länder übernehmen müssen. Man muss eben aufhören, all diese Ausgaben abzuziehen von der wahren Entwicklungspolitik. Ein kleiner Kommentar zum der Bemerkung einer der Redner, der etwas zum demografischen Gleichgewicht sagte auf der Erde. Ich weiß nicht warum, aber das erinnert mich so ein bisschen an die Kommentare von Jean-Marie Le Pen, der alle Reden immer damit beginnt, dass wir ja 7 Milliarden Menschen auf der Welt sind. Und das ist sowas wie eine Besessenheit geworden. Also immer jedes Mal die Anzahl der Erdbewohner zu zählen und zu sagen, ja, dass das immer nur problematisch sei und nicht wirklich eine Chance sei. Ich möchte nur sagen, dass man da auch beschwichtigen kann, dass diese Millionen oder Milliarden der Menschen, die hinzukommen werden, vielleicht nicht unbedingt Lust haben werden, nach Europa zu kommen. Und ich werde Ihnen sagen, warum Sie vielleicht auch keine Lust haben, nach Europa zu kommen. Und vielleicht entschärft das die Debatte um die Migration ein bisschen. Diese Leute hatten ja die Möglichkeit, nach Europa zu kommen, zu einem gewissen Zeitpunkt, und haben es noch nicht gemacht. Und Tunesien, Algerien und Marokko, da ist es so, dass die Bürger vor dem Schengen-Abkommen Bewegungsfreiheit hatten und diese Rechte, die uns heute utopisch erscheinen mögen, waren schon Errungenschaften und Rechte für die Tunesier, die ganz frei nach Europa reisen konnten. Und vielleicht möchten Sie mich vom Gegenteil überzeugen, aber das hat nicht dazu geführt, dass sich die Länder des Südens entvölkert hätten. Und es hätte nicht dazu geführt, dass Europa dass eine Invasion erlebt hätte. Also das Gleichgewicht demografischer Art wurde beibehalten und trotz dieser Freizügigkeit. Und jetzt möchte ich es hier bewenden lassen, weil ich habe schon so lange gesprochen. Aber wenn man noch weitergeht und wenn man die Migration anhalten wollte und wenn man aber nicht die wahren entwicklungspolitischen Probleme ansprechen möchte und diesen Perspektivenmangel, dann kann man es nicht schaffen, diese Migration überhaupt einzudämmen. Ich möchte ja gar nicht, dass die Leute diese Freizügigkeit nicht mehr hätten, aber wir haben jedes Jahr wieder den Beweis, dass die Militarisierung der Grenzen sinnlos ist. Also auch diese Asylpolitik, die sicheren Herkunftsländer und so weiter und die Militarisierung der Welt und diese ganze Politik gar keinen Sinn hat und dass sie auch nicht dazu geführt hat, dass die Migration aufgehört hätte. Der einzige Vorzug wäre, dass noch mehr Leute, Vorzug in Anführungszeichen, noch mehr Leute sterben unterwegs, denn immer mehr Leute möchten eben weggehen und nehmen noch weitere und gefährlichere Wege auf sich, um an ihrem Ziel dann letztlich anzugelangen. Dankeschön. Runde. Wer sich noch melden will, muss es jetzt tun, weil wir dann in die Schlussrunde einbiegen werden. Wer möchte sich noch beteiligen? Da hinten habe ich eine Meldung und hier vorne. Der junge Mann mit dem Schal oder erst die Dame, ja, das ist sehr höflich. Nur eine kurze Frage. Gibt es eine Möglichkeit gegen den Beschluss der sicheren Herkunftsländer, das eventuell wieder zu revidieren. Würden Sie uns noch sagen, wer Sie sind? Ina Kreischer, ganz normale Bürgerin hier. Danke. Und der junge Mann da hinten? Ja, mein Name ist Sebastian Ulmer. Meine Frage bezieht sich auch auf die sicheren Herkunftsländer. Und zwar hat ja der Ministerpräsident Baden-Württembergs, Winfried Kretschmann,
selbst gesagt, dass er am liebsten die sicheren Herkunftsländer bzw. das Konzept fallen lassen wollen würde und dafür die Idee vorgeschlagen hat, im Prinzip, jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig zusammenbringe, die Quote der Anerkennung im Vergleich zu den insgesamten Antragstellungen eines Landes, dass das quasi der neue Schlüssel sein könnte, um solche Herkunftsländer zu definieren bzw. schnellere Verfahren bei bestimmten Personengruppen voranbringen zu können. Jetzt wollte ich Herrn Beck fragen, ob Sie diesen Vorschlag selbst für sinnvoll halten oder ob Sie, weil Sie auch die sicheren Herkunftsländer sehr stark kritisiert haben, ob Sie da auch Möglichkeiten sehen, das anders zu lösen. So, letzte Chance. Ist okay. Dann soll Volker Beck antworten. Also grundsätzlich ist die Aufnahme eines Landes in die Liste der sicheren Herkunftsstaaten ist ein Gesetz und jedes Gesetz kann man jederzeit durch eine Gesetzesänderung ändern. Ich finde eigentlich, die 8 Länder, die da drauf sind auf der Liste, die gehören darunter, weil auch Senegal und Ghana ist Homosexualität zum Beispiel verfolgt. Das ist, also die gehören da einfach nicht hin. Und die 3 Länder, über die wir heute geredet haben, gehören nicht auf die Liste drauf. Der Bundestag hat das ja beschlossen, aber der Bundesrat hat sich damit noch nicht abschließend beschäftigt. Der wird jetzt auf Antrag von Bayern am 10. März die abschließende Abstimmung haben. Und ich bete zu Gott um den Mut der Menschenrechtler in den Landesregierungen, dass das keine Mehrheit finden wird. Was Sie angesprochen haben, ist eine interessante Frage. Diesen Vorschlag hat auch Robert Habeck gemacht, zu sagen, wir machen nicht mehr dieses mühselige Land für Land angucken und wieder auf die Liste nehmen, sondern wir machen das jetzt einfach dynamisch. Über Nacht hätten wir dann wahrscheinlich eine Liste mit 50 oder 60 Ländern und der Bundesrat muss noch nicht mal zustimmen. Das wäre natürlich so machttechnisch eine schicke Sache, weil dann kann man sich diese Debatten, die wir jetzt gerade alle führen und die anstrengend sind, alle sparen. Ich finde, das ist einfach verheerend. Das ist noch schlimmer als der jetzige Zustand, dieser Vorschlag, weil es eben noch viel mehr Länder auf diese Liste bringt und an dem Grundfehler nichts ändert. Dass man einem Land eben in ganz seltenen Fällen, und zwar nur, wenn es eine Justiz hat und am besten noch einen regionalen Menschenrechtsgerichtshof drüber, wo der Rechtsschutz einfach von jedem gewährleistet ist, dass man dann sagen kann, es kann nie vorkommen, dass ein Journalist zu Unrecht im Knast sitzt. Es kann nicht vorkommen, dass jemand aufgrund der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe systematisch in seinen sozialen Rechten kumulativ beschnitten wird. Das kann man für ganz wenige Länder tatsächlich verantwortlich so sagen. Dann ist die Frage, ob man es für die braucht. Für die Länder, wo man einigermaßen bedenkenlos sagen könnte, das sind sichere Herkunftsländer. Das wäre für mich die Schweiz, das wäre für mich auch bis vor kurzem die USA gewesen. Obwohl es da, wie gesagt, auch bei Staaten immer wieder berechtigte Gründe auch für anerkannte Flüchtlinge gibt. Das wäre für mich Kanada. Aber dann ist es schon bald zu Ende. Die anderen sind alle in der Europäischen Union. Vielleicht künftig Großbritannien, weil es nicht mehr in der Europäischen Union ist. Meinetwegen. Aber für die Länder lohnt sich der Aufwand nicht. Da kommen auch keine massenweise. Deshalb ist es, das ist ein Abwehrmechanismus. Nur dann macht es Sinn. Und da, wo was abgewehrt wird, ist es in der Regel nicht verantwortbar, weil es den individuellen Rechtsschutz nicht in den Mittelpunkt stellt. Wenn man will, dass sich schnell rumspricht, da wo man einen größeren Zulauf hat von Leuten, die gar keine Flüchtlingsanerkennung bekommen, dann muss man erstens mit Informationen in die Länder rein und zum anderen muss man sorgen, dass die Leute schnelle Verfahren kriegen. Und wir haben so einen Vorschlag gemacht von der Fraktion, der gar keine Gesetzesänderung bräuchte, sondern dass man sagt, bei diesen Ländern, die priorisieren wir und da sagen wir, jeder kriegt von Anfang an eine Rechtsberatung an die Seite gestellt von den Flüchtlingen und dann wird denen gesagt, was ist hier überhaupt sozusagen flüchtlingsrelevant? Hast du da überhaupt was vorzutragen? Und wenn nicht, dann
mach vielleicht ein freiwilliges Rückkehrprogramm, da hast du mehr davon, als ein aussichtsloses Verfahren zu betreiben. Und dadurch, dass die Leute aber qualifiziert beraten sind, kriegt man in beiden Fällen, in den Fällen, wo die Leute eine Anerkennung kriegen oder die definitive Ablehnung auch auf dem Rechtsweg, schnellere Entscheidungen hin. Und damit ist in der Community, in dem Land dann auch klar, okay, die kommen alle nach 6, 8 Wochen oder nach einem halben Jahr wieder zurück, die eben auch wirklich nicht verfolgt waren. Das ist kein kluger Gedanke, dieses Asylrecht ist eben kein Einwanderungsticket, sondern das ist ein Rechtsweg für bestimmte Leute, der trifft für die meisten nicht zu. Und dann schadet man nicht denjenigen, die aus einem Land kommen, wo zufällig ganz viele Migranten sind. Das ist ja auch eine absurde Geschichte. Ja? Oftmals kommen die Leute, wenn die Länder weiter weg liegen, die wirklich verfolgt sind, politische Oppositionelle, am schlechtesten aus einem Land raus. Und dann sagt man, wenn du es geschafft hast, weil du aber aus diesem Land viele kommen, die gar nicht verfolgt sind, dann hast du noch schlechtere Chancen, als Flüchtling anerkannt zu werden, als politisch Verfolgter. Das ist einfach absurd und deshalb muss man von diesem Instrument sichere Herkunftsländer als Abwehrmechanismus für illegale Migration, die nicht schutzbedürftige, von nicht schutzbedürftigen, davon muss man einfach die Finger lassen. Das kriegt man nicht richtig hin, aber es gibt Alternativen dazu, schnellere Verfahren, Informationspolitik und damit kriegt man die Probleme gelöst, wenn die Länder sie zurücknehmen. Wenn die Länder sie nicht zurücknehmen, nützt es auch nicht, dass wir mit sicheren Herkunftsländern ihnen schnell den Anspruch abgelehnt haben, weil dann sind sie trotzdem da, halt dann ohne anerkannten Status. Dann würde ich gerne unseren Gästen nochmal die Schlussfrage stellen, und zwar tatsächlich allen die gleiche, abgeleitet von Volker Becks Redebeitrag. Glauben Sie denn, dass in Marokko Information junge Leute davon abhalten würde, den Weg übers Mittelmeer zu machen oder über die Türkei einen anderen Weg zu suchen? Ja, wenn ich habe jetzt keine Zahlen, aber wenn man das vergleicht, also ich komme noch mal auf die 2000er Jahre zurück, da gab es viele junge Menschen, die nach Europa wollten. Die Zahlen sind wirklich zurückgegangen. Und ich denke, es gibt nun schon ein Bewusstsein in Bezug auf Europa, dass man weiß jetzt, dass Europa nicht mehr die Erfüllung aller Träume ist. Das war doch früher vollkommen utopisch. Man sagt denen immer, dort ist es viel besser. Aber ich denke, nun gibt es doch sehr viel mehr Informationen. Dadurch wurden die Menschen sensibilisiert. Und sie verstehen nun, dass das, was man ihnen versprochen hat, nicht unbedingt die Realität ist. Und nun möchte ich auch noch mal auf die sicheren Herkunftsländer zu sprechen kommen, auf das Konzept der sicheren Herkunftsländer. Nun, wenn man Marokko, Tunesien, Algerien als sichere Herkunftsländer ankennt, dann möchte ich dem Publikum folgende Frage stellen. Wird das etwas ändern in Bezug auf die Flüchtlingsströme nach Europa? Nein, ich denke nicht. Denn die Menschen, von denen wir hier sprechen, also die Menschen, die hier ein besseres Leben suchen, wissen ja gar nicht, dass diese Debatte gerade geführt wird. Die wissen überhaupt nicht, dass Marokko als sicheres Herkunftsland gehandelt wird oder nicht. Das sind alles Fragen, die sie sich überhaupt nicht stellen. Diejenigen, die illegal einreisen, kennen diese Diskussion gar nicht. Wenn man ihnen die Frage stellt, wirst du Asyl erhalten, ja oder nein? Dann werden sie sagen, naja, das wissen wir nicht. Wir sind einfach hier, um hier zu sein, um zu arbeiten. Also ich spreche hier wirklich von denjenigen, die hierher kommen wollen, unbedingt. Das wird also keinen Einfluss haben auf ihre Entscheidung, hierher kommen zu wollen. Ob das nun über die Türkei ist oder über Spanien oder über ein anderes Land. Bevor diese Menschen nicht einmal hier gewesen sind und Erfahrung gemacht haben, ist das immer noch das Land ihrer Träume. Ich würde gerne noch Folgendes hinzufügen.
Ja, es gibt sehr viele Probleme in der Welt. Es gibt Konflikte, es gibt Kriege in mehreren Regionen der Welt. Und diese Kriege und Konflikte sind nicht aus dem Nichts entstanden. Nein, sie wurden durch wirtschaftliche Interessen hervorgerufen. Das muss man auch in Betracht ziehen. Diejenigen, die vor dem Krieg und vor den Konflikten fliehen, müssen geschützt werden, müssen auf internationaler Ebene geschützt werden. Und wir, die Bürger der Welt, haben eine Verantwortung in Bezug auf diese Menschen, die vor dem Krieg und vor den Konflikten fliehen. Man muss sie schützen vor Verfolgung und man muss sie schützen vor Folter, vor Gewalt. Und wenn es keinen Frieden gibt, wenn es keine Demokratie gibt und wenn es keine Achtung der Menschenrechte gibt, und das ist der Fall in vielen Ländern dieser Welt, dann wird man sich immer mit dieser Situation auseinandersetzen müssen. Da wird es immer Menschen geben, die eine bessere Welt suchen, die ihre Länder verlassen. Das ist eine Tatsache. Und ich habe das ja bereits vorher gesagt, selbst wenn die Freizügigkeit als solche ein menschliches Bedürfnis ist. Man kann die Menschen nicht davon abhalten, in der Welt herumzureisen, sich in der Welt zu bewegen. Und wenn man die Grenzen öffnen würde, dann gäbe es auch sehr viele Menschen, die in ihre Heimatländer zurückkehren würden, die nicht lange in den anderen Ländern bleiben würden, in denen sie eine Aufnahme gefunden haben. Wenn man ihnen also die Möglichkeit geben würde, ihr Land zu verlassen und dorthin wieder zurückzukehren, wie das auch in der allgemeinen Menschenrechtserklärung verankert ist. Dort heißt es ja, jeder Mensch hat die Möglichkeit, sein Land, sein Heimatland zu verlassen und wieder zurückzukehren. Also die Freizügigkeit bleibt für mich immer noch das beste Mittel, um gegen diese Entwicklungen vorzugehen. Man spricht von einer Migrationskrise. Es ist aber keine Migrationskrise, sondern eine Krise der Migrationspolitiken. Das ist leider so. Das war schon fast ein grandioses Schlusswort. Es kommt aber noch eine Ergänzung. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann habe ich ein bisschen, fühle ich mich sehr erinnert, ich bin ja schon etwas älter, an die Zeit, als es die DDR noch gab und als viele glaubten, wenn es da nur die Freizügigkeit gegeben hätte, dann hätten wir die DDR bis heute noch. Aber wie sehen Sie das denn, Rami? Wäre denn Information darüber, wie realistisch die Lebenschancen erreichbar oder eben nicht erreichbar sind in Europa, ein Mittel, was viele nochmal zum Nachdenken bringen würde? Ja, ich denke, Information ist sehr wichtig. Alle müssten informiert werden über die Risiken, die sie eingehen, wenn sie ihr Land verlassen. Natürlich gibt es immer Risiken, ganz abgesehen davon, dass es hier um Migranten geht. Nun, in Tunesien führen wir eine große Diskussion diesbezüglich. Ich kann Ihnen sagen, dass ich überhaupt kein Problem damit habe, zu sagen, Tunesien muss seinen Beitrag leisten. Wenn Menschen illegal in Europa sind, dann denke ich, dass der tunesische Staat sich hier um seine Bürger kümmern muss, ungeachtet ihres Aufenthaltsortes. Auch wenn sie illegal in Europa sind, muss der tunesische Staat hier auch seinen Teil der Verantwortung wahrnehmen. Aber gleichzeitig müssen alle Länder hier ihre Verpflichtungen respektieren. Ich werde ganz konkret werden. Tunesien hat ein Abkommen, ein Migrationsabkommen mit Frankreich zum Beispiel. Und dieses Abkommen sieht vor, dass Tunesien alle Länder, Menschen wieder aufnimmt, die illegal in Frankreich sich aufhalten. Aber gleichzeitig sollte Frankreich legale Migrationsmöglichkeiten schaffen.
Und zwar 9000 Stellen pro Jahr sollten tunesischen Staatsbürgern offen stehen. Seit 2009 gibt es dieses Abkommen, aber bis heute ist man nie über 1500 Stellen gekommen auf der Grundlage dieses Abkommens. Ich denke, dass diese Art von Abkommen, die einerseits, also das sind praktisch Win-Win-Situationen, solche Abkommen. Man sollte neu darüber nachdenken. Das sind gute Abkommen, die sollte man weiterführen. Aber gleichzeitig müssen sich beide Vertragspartner verpflichtet fühlen und ihre Verpflichtungen eingehen. Man muss die Rechte der verschiedenen Menschen achten und dann kann man auf beiden Seiten Perspektiven schaffen. Das kann ich nicht besser zusammenfassen. Vielen Dank für die Diskussion. Wir haben gesehen, sie ist natürlich sehr differenziert, sie ist sehr schwierig. Manchmal passen die Dinge auch alle nicht zusammen, aber das ist nun mal eben so immer im richtigen Leben und natürlich auch im Migrationsgeschehen. Ich danke Ihnen, dass Sie ausgehalten haben. Ich weiß auch, dass Sie nicht rausgeschmissen werden. Wer Lust hat, kann sich unten noch zu einem Imbiss verabreden oder hier noch mit Leuten ins Gespräch kommen oder untereinander. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei den Übersetzerinnen, die uns eine Diskussion ermöglicht haben. Applaus